Them. swooped up the chest of them dunked on a bunch uh -huh. caught alley oops on the rest of them Ooh. i got the lean on the j now it really no matter if we play in arenas or playgrounds never would have ever could have thought i could come off the baseline and jump over seven footers as soon as you step out the locker room you now can see how i hit in 2003 i uh -huh. who gon' stop me when i'm in the lane i come to entertain you know who's in the game huh?

bei dieser besonderen Spin-off-Ausgabe von UA Sports. Äh, für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben, weil wir bis jetzt nur bis, äh, eine offizielle Folge von UA Sports äh, rausgehauen haben, das ist ja grundsätzlich ein Format, wo wir uns verschrieben haben, wir bei Unlimited MO ähm, über Sport, primär Fußball zu reden. Aber in jener ersten Folge haben wir bereits auch anklingen lassen, dass wir auch über andere Sportarten reden wollen. Unter anderem eine Sportart, um die wir uns heute ein bisschen dedizierter kümmern wollen. Ich bin Barker. Ich bin so ein Anime-Youtuber, der einfach nur einmal im Jahr ein Video rausbringt, aber damit zumindest alles zerstört, was äh, nennenswert an Konkurrenz ist. Und ich habe mir heute für dieses Thema natürlich einen überragend kompetenten Gast, Bro. Kumpel mit eingeladen. Ich habe hier Paul von Ultralativ dabei. Hallo, Paul. Hi, äh, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, bist du auch so hype wie ich? Ja, auf jeden Fall. Die NBA geht in weniger als einer Woche wieder los. Ja, ich hoffe, dieser Podcast erscheint auf jeden Fall vor dem offiziellen Start der Liga. Das ist zumindest angedacht. Also erwartet kein fancy Editing und Gimmicks oder sonst was. Das ist ein straight up Gespräch auf höchster Kompetenzstufe zwischen zwei Typen, die auf die NBA stehen tatsächlich. Und dadurch, dass ich eigentlich grundsätzlich vorhabe, sehr viel regelmäßiger über die NBA auch zu reden, weil ich finde, dass das ein bisschen auf YouTube Deutschland unterrepräsentiert ist, können wir wenigstens die erste Folge, so die ersten zehn Minuten mal ganz kurz dafür nutzen, ein paar Sachen zu etablieren für diejenigen, die sich vielleicht denken, Hä, NBA, weiß ich nicht, eigentlich mag ich ja meine gute alte Bundesliga. So, weißt du, nicht mal Fußball international äh, juckt mich so sehr, warum soll mich Basketball international jucken? Und da würde ich direkt fragen, Paul, warum stehst du denn auf die NBA eigentlich? Weil die NBA eine unfassbar spannende Angelegenheit ist. Das ist einfach, also Basketball an sich ist halt eh ein unglaublich unterhaltsamer Sport. Und die NBA als Liga, wo dieser Sport auf dem höchsten Niveau weltweit ausgetragen wird, ist da, glaube ich, das beste Beispiel, um sich das anzugucken. Weißt also, du, Paul? Guck mal, was Sport angeht, was professionellen Sport angeht, da gibt es meiner Meinung nach zwei Lager. Und wir bei Unlimited MO haben zumindest es so, dass wir beide Lager vertreten haben. Zum Beispiel äh, Jonas, den du ja auch kennst, und äh, Simon sind solche Typen, wenn sie sich Fußball reinziehen, denen geht es nur um den Sport. Umsonst nichts. Weißt du, nur auf dem Rasen ist was zählt. Weißt du, alles draußen äh, außerhalb zählt für die gar nicht, beziehungsweise stört sie aktiv. Während ich so ein Typ bin, ich brauche die Narrative um einen Sport herum weißt du, weil ich mir sonst denken würde, ich könnte auch irgendwelchen Dudes in der Sporthalle zusehen, wenn es mir nur um den Sport gehen würde. Aber nein, Mann, ich stehe vor allem auf das Drama. Und wenn die NBA eines genug hat, dann Drama. <lacht> Definitiv. <lacht> Wobei äh, bei mir ist es dann auch so, bei Fußball zum Beispiel ist mir das Drumherum teilweise egal. Es ist mir einfach nicht so unfassbar wichtig so die Narrative. Bei der NBA ist aber noch was anderes, was aber auch daran liegt, dass einfach ähm da der Fokus der Berichterstattung viel mehr auf diesen Narrativen drauf ist, gerade wenn du dir die USA anguckst und wie da die Berichterstattung ist, da geht es halt viel mehr um diese Narrativen, da geht es viel mehr ums Drama, da geht es um äh, Beef zwischen verschiedenen Spielern, da geht es um Unstimmigkeiten in Teams und so weiter und so fort. Weißt du, was dazu meiner Meinung nach beiträgt? Die Tatsache, dass die Spieler der NBA ihre Twitter-Accounts tatsächlich selber benutzen ja. und <laughs> nicht irgendwelche PR-Teams rausschicken, die denselben Text in vier Sprachen posten. Ja, überleg mal, wie, wie langweilig wäre die NBA, wenn Joel Embiid nicht seine Social-Media-Accounts führen würde? Oder wenn LeBron. Äh Trump einen Penner nennen würde. Ja, ja, oder keine Ahnung, wenn Jay Smith irgendwelche Sachen einfach immer wieder links und rechts raushauen würde. Oder wenn John Wall nicht Ronnie 2K auf Twitter blockieren würde, weil er ihm seine NBA 2K Wertung nicht gefällt. Auf jeden Fall, <laughs> die Späße dieser Art gibt es leider, leider aus meiner Sicht nicht so sehr äh, mit Fußballern, die in der Sache in, in der Hinsicht, das ist wirklich die einzige Facette, wo ich äh, sagen muss, in einer Sportart wie Fußball, wo du halt ähm, verglichen mit Basketball, eine viel, viel höhere Dichte an weniger äh, akademischen Personen hast, gehen die, was Social Media angeht, das Ganze sehr viel professioneller an als die Jungs aus den USA, die meistens, äh, meistens so ein Jahr College-Erfahrung haben, so weißt du. Ja, aber was ist diese College-Erfahrung schon? Das ist ja der ganze ja. Spaß mit, du wirst in, irgendeine, äh, in irgendeinen Kurs geschickt und lernst dann, also lernst in fetten Anzeichen, Swahili als Sprache. Und äh, dann, dann <laughs> sind deine Noten gut genug, damit du Basketball spielen darfst. Ich weiß nicht, Mann. Ich, äh, zum Beispiel, äh, darauf werden wir auch gleich zu sprechen kommen, zu dem einen oder anderen Spieler. Äh, allein bei den Lakers spielen ein paar Jungs, die waren wirklich die ganzen <laughs> vier Jahre äh, auf dem College. Also, ja. ja, gut, aber die, die Lakers sind äh, in diesem Jahr eh sehr interessant. Und die werden unfassbar unterhaltsam sein. Mhm. Äh, Paul, hast du denn eigentlich ein eigenes Team, das du so primär Support ist Es ist so ein bisschen schwierig, man darf es ja kaum sagen, aber mir sind es tatsächlich die Warriors. Und äh, das halt so, seit ich mich aktiv für Basketball interessiere, was jetzt so sechs, sieben Jahre sind. Das heißt, ich hatte so ein bisschen Glück auf gewisse Weise. <laughs> aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich so die Hard Warriors-Fan bin, sondern die waren halt die, mit denen ich mich am Anfang irgendwie beschäftigt habe, die ich irgendwie sympathisch fand. Uh, und wo man jetzt sehen kann, dass das Front Office alles richtig macht. Und nicht nur das, sondern auch alle anderen Beteiligten. Das ist schon so ein bisschen absurd, wie gut diese Organisation aktuell läuft. Und es gibt dann so ein paar Teams, wo ich uh, irgendwie gewisse Sympathien habe. Uh, wobei das dann häufig irgendwie auch an einzelnen Spielern liegt. Was, glaube ich, auch nochmal so ein großer Unterschied ist. Dass du äh, im Basketball sehr häufig Fans hast, die nicht zwingend Fans von einem Team, sondern eher Fans von verschiedenen Spielern, Spielern. sind. Mhm. Mhm, absolut. Äh, was übrigens bei mir nicht der Fall ist. Ich bin dedizierter LA Lakers-Fan, irgendwie seit Ende der 90er, seit ich ein kleiner Schützer war. Äh, auf jeden Fall mein Team. Das bedeutet, Das bedeutet, ich habe ganze. Fünf Meisterschaften tatsächlich miterlebt und acht Jahre des Terrors, wo wir einfach scheiße waren. Das heißt, keiner braucht mir damit anzukommen, dass ich ein Erfolgsfan bin. Weil ich, ich war in guten wie in schlechten Tagen äh, habe ich zu diesem Team gestanden. Und jetzt hoffe ich natürlich, dadurch, dass wir diesen Sommer den vermeintlich besten Spieler der Welt vielleicht den besten Spieler aller Zeiten bekommen haben, äh, dass jetzt wieder endlich rosigere Zeiten anstehen. Hätte ich gedacht, bis dann sich herausgestellt hat, dass sich die Warriors Boogie-Cousins. Und, <laughs> und wirklich, innerhalb von 48 Stunden habe ich wirklich jede Emotion durchgemacht, die man nach so einer Nachricht hätte bekommen können. Von Mega-Hype bis... Are you fucking kidding me? Es war wirklich unfassbar. Es war so, oh mein Gott, LeBron ge ist zu den Lakers, ist tatsächlich passiert, der Westen wird wieder mhm. ausgeglichen. Und dann kommen die Warriors so... Ja, wir haben gerade Cousins für 5 Millionen gesigned. Ja, das, das, das war so Minimum, ja. Uh, Okay. <laughs> Why not? Ja, es ist halt wirklich absurd, so dieses fünf All-Stars, äh, wo du vier Spieler hast, bei denen die wahrscheinlich, äh, bei denen es eigentlich ein Lock ist, dass die äh, irgendwann in der Hall of Fame sind und mhm. ein Fünfter, der gute Chancen darauf hat mit Raymond Green. We weißt du was für mich es das Problem ist so jetzt an dieser ganzen Sache ist? Das Problem. Guck mal, ganz ehrlich, ich bin ja so ein Typ. Ich heule nicht rum, wenn so ein, ne, so ein Team sich super stark aufbaut. Weil ich mir denke, jedes andere Team hätte Boogie Cousins einen Vertrag anbieten können, weißt du, einen besseren Vertrag. Mhm. Und er hat gesagt: Okay, gefällt mir alles nichts, dann spiele ich halt für das Minimum für einen Ring. Weißt du, kann ich mit leben. Das wahre Problem, was ich jetzt aber mit diesem, mit, zumindest in dieser Saison, sehe, ist, dass wenn die Warriors und ähm, die Lakers zumindest in, dem, äh, hier, in den äh, Western Conference Finals aufeinandertreffen sollten, dass das schon ein Major-Spoiler bezüglich Space Jam 2 ist. <lacht> <lacht> weil wenn LeBron und ich gehe einfach davon aus, dass er sich nicht gegen diese fünf Monster durchsetzen wird, sehe ich nicht, wie man dem Film noch eine Chance geben kann, weil. Dann ist das wirklich nur noch, ja, ist, ist aber nur ein Film. Das, das ist nicht mehr realistisch, dass sich LeBron gegen fünf Monster durchsetzt. Ja, Space Jam wird dann einfach nur LeBron mit den Lakers, äh, mit, mit den Warriors äh, gegen die Monsters. Ja, dann ist es so ist ungefähr <lacht> ausgeglichen. <lacht> Exakt. Und das ist halt das Szenario, das wir gerade in der NBA haben, dass die Golden State Warriors einfach die. Übermannschaft sind zumindest was ihre Starting Five angeht und äh, dass sie auf der Bank jetzt ein bisschen spärlicher, sogar noch spärlicher besetzt sind als letzte Saison, was aber irgendwie nichts macht, weil sie haben Kevin Durant. So vielleicht ist er aktuell sogar der beste Spieler der Liga, ist streitbar, aber auf jeden Fall eine legitime Meinung. Du hast zwei Typen, die Platz 1 und 2 der besten Werfer aller Zeiten unter sich ausmachen können, mit Curry und Clay Thompson. Du hast Draymond Green, der einfach. Der Asi der Liga ist, den aber jeder in seinem Team haben will, weißt und dann hast du noch Bogicases dieses Monster. Es ist halt so ein bisschen absurd. Zum einen hast du jetzt fünf Spieler auf dem Feld, die alle Dreier werfen können, was in der heutigen NBA ziemlich praktisch ist. Du hast es gerade schon erwähnt, zwei davon sind wahrscheinlich die, also sind definitiv zwei der besten Spieler, die jemals Dreier in dieser Liga geworfen haben. Ähm, Du hast mit Draymond Green diesen absurden Verteidiger, der jede Position verteidigen kann, gleichzeitig aber auch irgendwie 15 Assists in einem Spiel raushauen kann. Oder wenn man es mal braucht, auch 16, 17 Punkte. Der also irgendwie alles so ein bisschen kann und das macht, was man gerade von ihm braucht und so Herz und Seele des Teams ist. Dann hast du äh, Cousins, der einer der dominantesten Center der letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre ist. Das ist schon heftig und klar, Carsons wird mindestens die Hälfte der Saison wahrscheinlich nicht spielen mit seiner gerissenen Achillessehne. Und es ist auch nicht klar, wie gut er wiederkommt. Aber ganz ehrlich, so wie die Warriors es geschafft haben, wie diese ganze Organisation es geschafft hat, Spieler in das Team zu integrieren und. Ähm auch Spieler zu behandeln, wenn sie verletzt waren und wie man den eingesetzt hat, wie man die zurückgeleitet hat. So. Äh, ich mache mir eigentlich relativ große Hoffnung, dass Boogie ziemlich stark zurückkommt. Und du musst mal überlegen, bis Boogie wieder da ist, spielen die dann halt mit Jordan Bell, der jetzt im zweiten Jahr ist, glaube ich. Aber auch nicht der schlechteste. Absolut nicht. Das ist halt wirklich, wenn Boogie am Ende des Jahres weg ist, dann wird das nicht wahnsinnig wehtun, weil Jordan Bell eine unfassbare Rookie-Season gespielt hat und äh, wahnsinnig viel Potenzial hat. Und das ist so ein bisschen, die Warriors machen aktuell halt nichts falsch. Es ist schon ein bisschen absurd. Du musst mal überlegen: Curry, Thompson und äh, Dramond Green haben sie alle gedraftet. Ähm, sie haben jemanden wie Jordan Bell gedraftet. Sie haben jemanden wie Quinn Cook aus der D-League hochgeholt, oder aus der G-League, wie sie ja mittlerweile heißt, ähm, der dann Curry gut vertreten hat im letzten Jahr, als der verletzt war. Das ist schon heftig. So, das ist ein bisschen absurd teilweise. Und dann hast du halt auch noch die die richtigen Charaktere. Du hast halt nur Typen da, die auch bereit sind, ein paar Millionen weniger zu nehmen, dafür, dass sie dann halt jede Saison um einen Ring mitspielen. Ich bin gespannt, was das jetzt äh, in diesem Jahr wird und was in den kommenden Jahren von denen kommt. Weißt du, das Ding ist, es ist ja von außen faszinierend äh, zuzusehen, wie ein Team vermeintlich alles richtig macht und dann du dir die Konkurrenz anschaust, erstmal im Westen, wo du dir dann denkst, so spielen die gerade dasselbe strategische Spiel kennst du dieses sprichwort der äh, playing chess while we are playing checkers so dass sie ja. völlig verschiedene spiele spielen weil das ist etwas was ich mir gedacht habe bei der kaderzusammenstellung der rockets und der lakers diesen sommer weil während ich äh, bei den Lakers, also die, die Strategie scheint ja für dieses Jahr zumindest klar gewesen zu sein. Wir holen uns LeBron, wir behalten unsere drei Baby-Talente, ne? Lonzo Ball, äh, Brandon Ingram und äh, Kyle Kusma die drei müssen auf irgendeine Weise bleiben. Und den Rest füllen wir mit ein Jahresverträgen von irgendwelchen Expendable äh, Veteranen, ne? Rondo, hast du nicht gesehen? Maggie, Stevenson, so, die haben sich jetzt. <laughs> hat nicht. Ich glaube, Maggie sich äh, dieses Team selbst als Meme-Team bezeichnet. Exakt, exakt, exakt. Ich meine, es hätte wirklich nur noch J.R. Smith gefehlt und ich hätte es wirklich verstanden. Also, es wäre nachvollziehbar gewesen. Und während halt bei den Houston Rockets so den Punkt hast, dass sie zwei extrem gute Spieler abgegeben haben, ähm, die äh, zumindest äh, als Verteidiger re relativ stabil waren, um sich. Ein aus meiner Sicht längst abgehalfterten Star mit Carmelo Anthony zu holen, der bereits eine Historie mit dem Trainer die Tony hat, das zwischen den beiden eigentlich nicht so gut funktioniert hat. Aber die wirken total gechillt. Du merkst bei denen gar keine Panik. Bei denen hast du das Gefühl, die haben den Coup des Sommers irgendwie gelandet, weißt du? Und da frage ich mich halt: Sind die uns gerade drei Schritte kognitiv voraus? <laughs> und äh, wir, wir sind gar nicht in der Lage zu begreifen, was für ein Genie in dieser Strategie drin gesteckt hat, in dieser Kaderplanung? Weißt du, so ein bisschen Lovecraft-mäßig, dass das menschliche Hirn das gar nicht verarbeiten kann? Oder wer, äh, schauen wir gerade zwei Teams dabei zu, wie sie sich in eine unerwartete Katastrophe begeben? Ich bin gespannt. <laughs> es wird echt. Das, das ist, ich ich glaube, also ich bin echt gespannt, wie diese Saison am Ende aussieht. Und das ist so ein bisschen, ich habe mir gerade mal bei ESPN den Roster von den Warriors aufgerufen. Das ist halt, da sind super viele Leute bei, von denen du einfach den Namen nicht kennst. So die, die Rookies und so weiter. Dann sind da so Leute wie Tyler Ulis, Kwon Looney, äh, Sean Livingston, der halt einer der absoluten Veteranen mittlerweile da ist, weil das auch ein relativ junges Team ist irgendwie noch. Dann haben die jetzt so jemanden wie Jonas De Rapco geholt, bei dem man sich halt auch so fragt, okay, aber es sind die Warriors, wahrscheinlich spielt er jetzt die Saison seines Lebens. Also es ist echt. <laughs> Und auf der anderen Seite hast du dann halt die Lakers, die irgendwie äh, ja Lebron die Talente und so ein paar Memes äh, sich zusammengebastelt <laughs> haben. Dann hast du irgendwie ja. die Rockets, die äh, mit Trevor Ariza einen unfassbar wichtigen Spieler verloren haben und da auch nicht so den richtig guten Ersatz für gefunden haben. Und irgendwie ansonsten im Westen ist man sich bei allen anderen Teams ziemlich unsicher, finde ich. So die Thunder <laughs> hat alles nicht so richtig ja. funktioniert. Äh, ich bin gespannt, wie das jetzt ohne Mello läuft und äh, mit Dennis Schröder als äh, Sixth Man. Ey, ich sag's dir jetzt schon mal, die Funder sind gerade dabei, sich in das Äquivalent der Pacers zu verwandeln. Das kann gut weil, sein, ja. Weil je länger ich mir das anschaue, desto mehr sehe ich einfach äh, Pacer-Strukturen dort. Also dass du zwei Typen hast, ich meine, einer davon Paul George, so ja, ja. sowieso. Und äh, dass der Rest des Teams eigentlich nichts taugt, äh, ich weiß nicht, schwierig. Ja, das ist so ein bisschen Ich meine, es wird den definitiv auch was gebracht haben, ein gutes Backup für Westbrook zu haben. Und mhm. ich rechne Dennis Schröder tatsächlich Chancen auf äh, Sixth Man of the Year aus, weil das ein fähiger Point Guard ist. Mhm. Aber er ist halt nicht so das Level, was du von einem Starting Point Guard wirklich brauchst. Er ist so genau auf der Kannte, also er ist besser als ein Bankspieler, aber schwächer als ein Starting-Point-Guard. So ein bisschen. Glaub, das, war das war immer das, das Gefühl, was ich bei mh. ihm hatte. Das, ist, das deckt sich mit meinem Gefühl, weshalb ich mich immer sehr, sehr getriggert gefühlt habe, wenn ihn Leute den jungen Rondo genannt haben, mhm. weil das habe ich ehrlich gesagt noch nie bei ihm gesehen, tatsächlich. Nee, dafür hat das auch die Defense zum Beispiel gefehlt, was bei Rondo Absolut. ja zwar während der Saison immer nicht so mhm. vortritt, aber in den Playoffs dann. Ey, ich glaube an Playoff-Rondo. Das ja, ja. ist auf jeden Fall ein Ding. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Ähm, wie stehst du dazu, dass hier äh, Demar DeRozan Rosen bei den Spurs quasi auf Rachekurs aus ist? Glaubst du, das wird sich wirklich nur auf die Raptors beziehen? Oder glaubst du, sie können wirklich was reißen? Ich meine, gerade jetzt, wo sie noch ihre letzten beiden Allstars abgegeben oder verloren haben. Ja, der letzte, der jetzt noch übrig ist, ist ja ähm, Pau Gasol. Und das ist ja auch keiner von den. OG Spurs mehr quasi. Das ist schon krass. Ich glaube, also zum einen muss erstmal ähm, Pop darüber hinwegkommen, dass jetzt alle seine Lieblingsspieler weg sind im Prinzip. Und äh, was man ja jetzt äh, vor zwei, drei Tagen gehört hat, äh, ist, dass DeJounte Murray sich das Kreuzband gerissen hat. Oh, stimmt. Und stimmt. das ist halt ein krasses Problem, weil DeJounte Murray wäre halt so ein Kandidat für Most Improved Player gewesen. Der hat im letzten Jahr schon einiges gezeigt. Das ist so ein Typ, der im Prinzip alles kann. Ein etwas größerer Point Guard, der scoren kann, der aber auch Defense spielen kann, der Rebounds holen kann, der passen kann. Äh, der, glaube ich, eine echt große Zukunft in der Liga hat. Gerade wenn er bei den Spurs bleibt und sich davon Pop anleiten lässt. Ähm und ich meine, wen haben die als Backup? Patty Mills und Lonnie Walker oder so. Und das ist, ja. Lonnie Walker hat bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gezeigt. Ich weiß nicht, war der letztes Jahr verletzt oder so? Kann das sein? Der wurde auch letztes Jahr gedraftet und ich habe nichts von dem mitbekommen. Naja. Ich habe auch nur wenig mitbekommen, aber ich denke mir so die ganze Zeit, diese ganze LaMarcus Aldridge-Ära bei den Spurs ist davon geprägt, dass er nie ein Team auf Top-Niveau hier vorgefunden hat, weil immer mindestens ein Typ der wichtig ist, verletzt war. Und jetzt verliert er einfach mit Ginobili und Parker noch zwei weitere Säulen so. Und Kawhi ist weg. Und man weiß nicht, wie Rosen einschlägt. Also der hat sich bestimmt die Vertragsunterschrift damals auch anders vorgestellt. Ja, ja, es ist vor allem, dass Kawhi weg ist, Kawhi weg ist <laughs> gar nicht so einfach zu sagen, ist halt schon hart, ähm, weil der halt vor zwei Jahren zu den drei besten Spielern in der Liga gehört hat. Und gut, dann war er halt eine Saison lang verletzt, es gab Stress, es ist für die Spurs auch irgendwie gut, dass er jetzt weg ist und dass dieser, dieser ganze Stress, diese Unruhe raus ist. Aber sie haben halt auch Kawhi verloren und sie haben dafür im Gegenzug äh, Demarte Rosen, Jakob Pöltl und noch wen, glaube ich, bekommen. Haben noch Danny Green abgegeben, was äh, jetzt, ja, ist ein Verlust, aber jetzt auch nicht der krasseste Verlust. Pöltl ist so ein Typ, der wahrscheinlich bei den Spurs total aufblühen könnte. Ähm, und The Rosen ist halt schwierig zu sagen, weil äh, er ist von seinem besten Freund aller Zeiten weg, von Kyle Lowry. Das ist, glaube ich, das hat man ja auch so mitbekommen während des Trades, dass den das beiden ziemlich wehgetan hat, dass sie jetzt nicht mehr zusammenspielen. Ähm, und äh, ja, The Rosen muss jetzt halt irgendwie auch zeigen, dass er in einem anderen Team funktioniert und dass er auch konstant so funktioniert, dass er im Zweifel die Spurs auch durch eine Runde in die Playoffs bringen kann. Hm. Ich stelle mir, ich versuche mir das gerade äh, aus seiner Perspektive so vorzustellen, so der, äh, der Rosen, der jetzt äh, auf die 30 zugeht, vielleicht sogar schon 30 ist und ähm, sich jetzt quasi unerwartet äh, mit dem Umstand äh, auseinandersetzen muss, dass er irgendwie seine Lebensumstände verändern musste, was ihn, glaube ich, ziemlich wütend gemacht hat. Ich meine, der, ganz ehrlich, du verlängerst nicht in Kanada, wenn du nicht die Absicht hast, dort zu bleiben. <laughs> ne? Also, der war zu Recht angepisst, dass er getradet wurde. Ich meine, er war der größte Star dieses Teams. Arguably so. Und ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass er irgendwie so 40 gegen die Raptors und so weiter droppt. Aber ich weiß halt auch nicht, dass jetzt das erste Mal, dass The Rosen im Westen spielt. ne? Also jetzt wird sich halt wirklich zeigen, okay, war er wirklich nur so ein Bully, was den o schwachen Osten angeht, oder hat er wirklich was drauf gehabt? Also in der Hinsicht wird das auf jeden Fall interessant zu beobachten, zu sehen, wo sein Skills Ceiling tatsächlich angelegt ist. Also das könnte spannend werden. Ja. Yeah. Äh, wobei, wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ich anstelle der Spurs diesen Trade gemacht hätte, also nicht für The äh, Rosen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht ein besseres Angebot äh, für Kawhi bekommen hätten, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich finde es wahnsinnig schwer einzuschätzen. Äh, weil ich meine, wer, wer war da noch im Rennen? Die Clippers, glaube ich. <laughs> ja, genau. Aber wen hätten die Clippers denn geben sollen? Weißt du, wenn die Clippers hätten geben sollen, wenn die Clippers nicht die Clippers gewesen wären? Sie hätten ja einfach mal Blake Griffin lang genug behalten ja, gut. sollen. gut. Aber ich weiß auch nicht, ob Blake Griffin so gut zu den Spurs gepasst hätte. Da passt die Rosen, glaube ich, schon so ein bisschen besser sogar noch. Ähm, ja. Aber es ist schwierig. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Jahre der jetzt noch auf seinem Vertrag hat. Ähm, der, der hatte gerade erst verlängert, soweit ich weiß. Ja, ja stimmt. Der hat drei Jahre das Jahr davor so. oder so hat er verlängert. Stimmt, dann hat er noch drei, vier Jahre. Das ist echt krass. Um. Ähm, und ansonsten, ja, bei den Spurs sieht es halt nicht so gut aus eigentlich. Klar, die haben Aldridge und Gasol, aber den fällt halt wirklich Dejounte Murray aus. Ähm, da ist noch ein Rudy Gay und dann sind da halt so Leute wie Davis Bertrands oder ähm, ja Marco Bellinelli, den sie jetzt zurückgeholt haben. Fuck, Belly Nelly, habe ich vergessen. So, und die, 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 die haben halt auch nicht viele Leute, die wirklich Shooter sind, die von außerhalb was treffen, gefühlt. Die haben nicht wirklich gute Spieler, das ist der Punkt. Ja, den du ja machen aber das war, das war ja bei den, das war in gewisser Weise bei den Spurs ja nie das Problem. Aber die hatten oh yeah. gefühlt eine bessere Mischung und das sieht jetzt halt so aus, gerade dadurch, dass DeJounte Murray fehlt, auf den die echt viel gehofft haben. Mhm. Ähm dass die eventuell das erste Mal seit wie vielen Jahren die Playoffs äh, nicht schaffen? Seit über 20 mhm. Jahren, glaube ich. Mhm. Kann gut sein. Also ich erinnere mich nicht, dass sie jemals miterlebt haben. Ich glaube, das, das letzte Mal haben sie die 96 waren. nicht geschafft oder so. Oder 95, ich ja. bin mir nicht sicher. Irgendwann Was in den 90ern. Also seitdem mhm. waren sie jedes Jahr in den Playoffs. Und äh, das wird hart. Das wird richtig <laughs> hart das auf jeden Fall weißt du wer für mich die anti Spurs sind so oder die bizarro Spurs eher gesagt, weil sie letzte Saison super scheiße waren und ich diese Saison ein bisschen mehr Hoffnung habe und da auch wirklich gezielter ein bisschen hinschauen werde, Dallas. Auf Dallas bin ich richtig gespannt. Ja, definitiv. Weil weil Luka Doncic bin ich gespannt, ob er da sein Spiel aus Europa Real Madrid irgendwie in die NBA übertragen kann. In Zusammenarbeit mit Dennis Smith Jr., der ja so eine Art Baby Westbrook ist, ähm, sozusagen. Sie haben sich jetzt äh, die Andre Jordan noch ähm, dazu geholt nach dieser Eskapade, ja. die er vor zwei Jahren da <laughs> abgezogen hat. Er ist hat. endlich dahin gekommen. Ist ich wollte gerade sagen, was ist das Gegenteil von Eskapade? Denn er hat sich ja barrikadiert, so ne? ja. <laughs> Und äh, ja, auf jeden Fall, das sind schon mal drei äh, stabile äh, Säulen einer Starting Five. Äh, ich meine, ganz ehrlich, äh, Doncic wird locker ein Jahr brauchen, bis er sich an das NBA-Spiel gewöhnt hat und so. Aber bei denen richtig ich so langsam wieder Hoffnung. Also, wenn Doncic äh, ein, einschlägt und DeAndre ist schon bereits äh, ein etablierter Typ so, dann könnte das richtig, richtig stark werden. Weil Stand jetzt sehe ich von der Kaderstärke her, -Stärke her Dallas eigentlich ein bisschen vor New Orleans. Ja, New Orleans müssen wir uns gleich auch noch drüber unterhalten. Die sind nicht auch ziemlich interessant, aber Dallas mhm. ist halt echt interessant. Auch dadurch, dass diese Leute wie ähm, Wesley Matthews zumindest noch als Backup Exakt. haben, der zwar so ein bisschen enttäuschend für die war und der so, wenn man sich seine Leistung anguckt, aktuell mit 18 Millionen so ein bisschen überbezahlt mhm. ist. Aber. Ähm, die haben halt auch noch einen Dirk Nowitzki. Und auch wenn der 40 ist und das sein letztes Jahr sein wird, der kann immer noch. Ja, der, der kann noch was so. Und es ist, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, so einen Typen einfach im Team zu haben. Ähm, die haben außerdem noch Kostas Antetokounmpo gedraftet, den einen der kleinen Brüder von Janis, äh, wo ich auch gespannt bin, was der kann, weil äh, man von dem jetzt auch nicht nur Schlechtes gehört hat. Ähm, die haben immer noch einen guten Coach, muss man halt auch mal sagen. Ich bin echt gespannt, wie die Mavericks das dieses Jahr machen, ob die so direkt zum Abschied vielleicht noch mal eine zweite Runde in den Playoffs oder so schenken können, quasi. Und erste Runde wäre auch schon geil. Ja ja, auf jeden Fall. Also Playoffs schaffen wäre schon mal, es <laughs> wäre schon mal ja. schön. Ähm, Doncic, bin ich super gespannt drauf. Weil der halt super viel Potenzial hat und äh, ich bin dann auch gespannt, wie der sich einfügt, ob der direkt sich an die NBA anpassen kann. So Ist der für dich so Top-Kandidat auf Rookie of the Year? Oder? Ich, ich würde es gerne sagen, aber ganz ehrlich, immer wenn ich den Jungen sehe, ganz ehrlich, er macht nicht gerade den Eindruck, dass er der krasseste Athlet ist. Und jetzt ist die Frage halt, wie, wie wichtig wird das für sein Spiel letztendlich sein? wenn man auch bedenkt, dass die NBA generell ein bisschen schneller ist, also ich könnte mir bei dem so eine gewisse Sleeper Rolle vorstellen, dass er vielleicht noch nicht mal in den Top 3 der Rookie of the Year ist, weil ein, eine Überraschung mindestens musst du immer mit einrechnen, aber dass er dann in den Folgejahren Jahren auf lange Sicht vielleicht ähm, die richtige Wahl ist. So sehe ich ihn zumindest gerade. Ja, das krasse bei Doncic ist ja so diese Sache, dass er werfen kann, dass er halt auch gut passen mhm. kann, dass er eine unfassbar gute Spielübersicht hat und so weiter. Also, es sind ja alle sehr sehr begeistert von ihm und er hat halt auf ziemlich hohem Niveau tatsächlich schon gespielt. So, Euroleague darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Wobei, wobei jedes Mal, wenn ich das halt höre, denke ich an Hesonia vor ein paar Jahren, ja, gut, klar. Äh, der zu Orlando gewechselt ist. Und war er bei Barça? Ich meine ja, ich glaube ja. Ich glaube, er war bei Barça und da galt er halt auch als so ein ähnlich großes Talent so weißt du ja er? wobei das der, der Hype war nicht so groß bei Doncic und man hat auch gesehen dass der nicht so gut war wie Doncic damals schon und klar der ist in der NBA mhm. überhaupt nicht eingeschlagen ich glaube der ist jetzt bei den Knicks äh, ist glaube ich glaub, sogar halt Starting Shooting Guard bei den Knicks <laughs> weil die Knicks halt auch nichts besseres hinkriegen aber hm. ja Wen äh, wir übrigens vergessen haben, ist Harrison Barnes. Auch genau. Ein ziemlich ja. stabiler Spieler. Also, die erste vier, viereinhalb, fünf äh, der Dallas Mavericks ist tatsächlich ziemlich solide. Ich würde sogar sagen, eigentlich, äh, wenn wir nicht LeBron hätten in LA, äh, wären die sogar besser als die Lakers so rein auf dem Papier. Ja, die wären halt irgendwie, die wären halt echt solide die haben ja. gute backups auf einigen positionen nicht auf allen aber auf einigen die haben halt einen backcourt der wahnsinnig interessant ist so mit Dennis Smith Jr und äh, Luka Doncic der vor allem super jung ist ich meine die sind äh, 20 und 19 wir ähm, haben noch so ein paar andere jüngere Spieler die ja eventuell sich auch noch als echte Talente rausstellen und sie haben halt so ein paar Veteranen. Das ist ja eigentlich immer eine gute Mischung. Und ich meine, auch so jemand wie Harrison Barnes ist erst 26. Ja. Und das ist definitiv Das ist, Weißt du, Harrison Barnes ist so einer, wenn du dem so ein Rating geben müsstest, das ist so ein typischer äh, Spieler, immer zwischen 82 und 84. Ja. Nicht besser, kein Superstar, aber auch nie schlechter. Den willst du im Kader haben. Ja, genau. Auf jeden Fall so, Jetzt, wo wir es gerade angesprochen haben, wie sie es denn als Gegenstück New Orleans, weil ich sehe das ein bisschen kritisch, weil ich habe bei denen so ein bisschen das Problem. Ich meine, klar, Anthony Davis ist vielleicht auf dem Weg, der MVP dieser Liga zu werden, und Drew Holiday hat einfach mal eingeschlagen, als er letzte Saison sein Comeback gegeben hat und so. Aber ich habe bei denen so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich ein bisschen. Zu sehr von ihrem Ego verleiten lassen, dass sie irgendwie vergessen haben, wie wichtig eigentlich so ein Rondo und auch ein Boogie während der Saison für sie war. Ja, äh, ich finde die wahnsinnig schwer einzuschätzen, weil die mit ähm, Julius Randle halt noch einen jungen, mhm. super guten Spieler sich geholt haben. Äh, <laughs> und so ein Backcourt mit Randle und Davis ist schon ziemlich cool. Ähm, äh, Frontcourt mit Davis und Randall. Und die haben so ein paar Spieler, die halt hungrig sind, ganz blöd gesagt. So Leute wie Peyton und Okafor spielen quasi für ihre Karriere, gerade Okafor. Und Alter, Okafor ist bei denen, das habe ich ja völlig vergessen. Genau, und ich meine, der hat ja Jalil Okafor in seiner Anfangszeit bei ähm, den 76ers Philly. gar nicht so schlecht gespielt. Ja. Er, hatte da, er hat echt gut gespielt. Der war sehr, sehr vielversprechend. Er hat sich dann halt auch irgendwie in Boston mit irgendwelchen Leuten geprügelt auf der Straße. <laughs> äh, es war schön, als dann irgendwie immer so dieses He's a fighter ähm, <laughs> überall kam. <laughs> nee, aber äh, die, die haben halt diverse Spieler, die interessant sind. Aber ich bin mir bei denen auch nicht sicher. Also, klar, irgendwie Drew Holiday und Anthony Davis sind wahnsinnig gut. Drew Holiday ist vielleicht der beste Two-Way-Guard aktuell in der Liga. Ähm, mhm. So, Anthony Davis müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Wenn der in seiner Karriere keinen MVP gewinnt, dann weiß ich auch nicht, was da was schiefgelaufen ist. Ey, ganz ehrlich, so spätestens, wenn Durant aufhört. Ja, er, ja. Weil Eddie Davis ist auch noch ist er nicht erst 25 26? Der, der ist, ist ja jetzt 25, Liga ja. In, der das ist es absurd, wie gut der schon ist. Ich meine, der ist ja seit, seit seiner Rookie Season eigentlich ein Star in dieser Liga. Ja. Und ähm, die Tatsache, dass er die 5, die 4 spielen kann. Er könnte theoretisch sogar die 2 spielen, wenn er denn wirklich wollte so, weißt du? Er ist halt verletzungsanfällig. Ähm, das ist so das größte Problem, was er hat. Alles andere überhaupt kein Problem. Und, se und selbst da muss man sagen, Gar nicht so krass, weil seine 60 Spiele pro Saison macht er. Ja. Und zu so den Playoffs ist ja auch immer da. Aber überleg mal, wie gut die Pelicans sein könnten, wenn er wirklich 82 Spiele schaffen würde oder 80 oder sagen wir 75. Ja. Das wären halt locker 5 bis 6 bis 10 Siege mehr. Weil, wenn mhm. Davis halt aufdreht, dann kann den halt niemand stoppen. Du hast in dieser Liga aktuell eigentlich niemanden, der Davis wirklich verteidigen kann, weil der von mhm. außen trifft, in, ist er einfach auch durch seine Größe und durch die Länge seiner Extremitäten äh, absurd gut und der ist halt auch technisch gut. Der ist schnell, der hat wahnsinnig gute Fußarbeit, Beinarbeit. Das ist ja das ist irgendwie krass, wie gut der einfach ist. Und ich bin gespannt, ich was, sagen, was so, wie der die Pelicans dieses Jahr tragen kann und wie weit er die tragen kann. Ich muss auch sagen, jetzt, wo er, glaube ich, bei der Beraterfirma von Lebrons Kumpel irgendwie unter Vertrag steht, komme ich immer so ein bisschen ins Schwitzen, wenn ich höre, dass er, dass da irgendwas Richtung Lakers gehen könnte, weil äh, Lebron und Anthony Davis zusammen macht das schon irgendwie das Äquivalent von vier All-Stars. Ich weiß es nicht. Also das wäre ein Batman-Robin-Duo oh, auf jeden Fall. Oh, das wäre sehr, das wär sehr krass, wenn der irgendwie äh wenn der wirklich nochmal einen richtigen Superstar an die Seite bekommt, Davis, oder einem mm. Superstar an die Seite gestellt wird. Hui. Vor, vor allem ein Superstar, der nicht dasselbe macht wie er, ja. Sprichwort Boogie Cousins. Also ich meine, ja, dieses Twin Tower-Experiment war gut. Es war sehr, sehr hat, unterhaltsam, sich das anzugucken. Ja, es war auch geil. Also statistisch hat es ja auch für beide ziemlich gut Jahre. So beide so 2020 alle beide so, ne? Davis hat halt letztes Jahr 28 Punkte, 11 Rebounds und 2,6 Blocks pro Spiel gehabt. Mhm. Das muss man ja auch noch mal sagen, er ist halt auch defensiv ein absolutes Monster. Also mhm. es ist im Prinzip haben die Pelicans einen der fünf besten Spieler der Liga, der in einigen Jahren der beste Spieler der Liga sein könnte, aber sie schaffen es irgendwie nicht so richtig was daraus zu machen. Und die haben auch ein paar Mal zu oft, habe ich das Gefühl, irgendwie äh, Draftpicks aufgegeben und so weiter und weggetradet. Und haben <laughs> das halt und katastrophale Verträge. Ja, genau, das sind katastrophale Verträge. Ich meine, Alexis Ajinsa macht immer noch 5 Millionen. Das ist schon hart. Ähm, mhm. Ja, ich, ich hoffe einfach, dass die irgendwie es schaffen, da mal was Vernünftiges aufzubauen. Es gibt halt ja so ein paar Teams, die so einzelne Stars haben oder Spieler, die unfassbar talentiert sind, die aber nicht so wirklich was draus machen. Im Westen, bleiben wir einfach mal, im Westen, hast du dann halt noch die Phoenix Suns. <laughs> Ey, Phoenix ist äh, tatsächlich interessant, äh, weil ich sie jetzt. Also vorher waren Phoenix und die äh, Sacramento Kings für mich so das äquivalente Exil im Westen der NBA. So, so da schickst du einfach die Leute hin, die keine Hoffnung mehr haben. Aber mittlerweile muss man jetzt sagen, nachdem äh, Phoenix ja diese Saison, äh, diesen Sommer den Number One Pick hatte, äh, wie hieß der Junge, den sie gedraftet haben? Äh, Phoenix, DeAndre Ayton. Ja, äh, genau Ayton, genau äh, Ayton der ich jetzt, er wird natürlich jetzt nur ähm, wegen seiner Statur und so ein bisschen mit Joel Embiid verglichen, äh, der sich ja auch so sehr darüber aufgeregt hat, über diesen Vergleich und so. Aber allein die Tatsache, dass du jetzt ein vielversprechendes Center-Talent hast und daneben natürlich Devin Booker, der mittlerweile schon ein Star in dieser Liga ist, äh, auch ein guter Schütze und ein bisschen Point-Card-Skills und so, ah, Fundament. Ist eigentlich relativ okay. Ist Trevor Ariza nicht auch dahin gewechselt? Genau, Trevor Ariza haben sie jetzt. Sie haben äh, auch noch so jemanden wie Dragan Bender, bei dem man immer noch nicht weiß, ob er mhm. vielleicht nicht doch irgendwann noch mal so eine Breakout-Season hat. Äh, du hast auch noch so jemanden wie TJ Warren und Josh Jackson, die halt auch Small Forward sind, die Talent haben. Ähm, du hast mit Tyson Chandler einen Center-Veteran, der immer noch Leistung zeigen kann. Du hast Ryan Anderson jetzt auch noch irgendwie, mhm. äh, der halt auch ein interessanter Power Forward ist. Der vor allem, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich Veteranen rangeholt haben, die äh, die jungen Spieler aufbauen sollen, die da halt so Mentorenrollen übernehmen sollen. Weil Ryan Anderson passt eigentlich ganz gut zu Dragan Bender, so halt mhm. relativ großer ähm, Power Forward, der aber von außen treffen kann. Du hast äh, einen Tyson Chandler, gut, der ist seit Ewigkeiten da, aber so, der kann sicher auch noch die Andre Ayton so ein bisschen helfen. Und du hast halt so einen Trevor Reeser, der jetzt 33 ist und der so dieser 3D-Player ist, ähm, mhm. der da definitiv auch so ein bisschen was vermitteln kann. Weißt also, du, im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, weil ich glaube, es hätte von dem Finanziellen her ein bisschen klappen können. Hätte ich es eigentlich gerne gesehen, dass Julius Randall dahin gewechselt wäre, weil das wäre ein geiles junges Team gewesen. Auf jeden Fall. Wobei es jetzt halt so ist, die haben halt keinen Point Guard. Ich kann dir ja mal die Point Guards ja. im Kader vorlesen: Isaiah hm. Cannon, das ist, glaube ich, der einzige, von dem ich so richtig schon mal was gehört habe. Shaquille Harrison, ja, ja. die Anthony Melton und Eli Okobo. Krass. So, das sind die Point Guards. Ich weiß nicht, äh, es wird schon so ein bisschen spekuliert, ob dann ähm, Devin Booker Point Guard spielt und Trevor Reeser Shooting Guard. Mhm. Äh, aber es ist halt ein bisschen absurd. Ich weiß auch nicht so genau, wie sie sich das vorstellen. Äh, für so ein minimum ein Jahresvertrag äh, hätte man Isaiah Thomas dahin wechseln sollen, statt zu Ja, an. aber da gibt es ja auch eine Vorgeschichte. <laughs> ja, klar, weil er auch da war. Ähm, das Ding ist, hast du eigentlich Hoffnung für dieses Team? Also wenn du sagen würdest, äh, Dallas oder Phoenix, so we wem traust du eher eine geile Saison, Überraschungssaison, zu trotz Playoff-Versagen oder so? Dallas auf jeden Fall. Ich glaube, Phoenix braucht noch ein Jahr. Ich glaube, die haben immer noch ihren Pick. Äh, ich weiß nicht, ob im nächsten Draft gute Point Guards dabei sind. Aber wenn die da einen kriegen irgendwie oder für einen traden oder einen in der Free Agency holen können oder so, dann sage ich, okay, Phoenix hat eine Zukunft. Äh, auch mit diesen jungen Spielern. Aber die müssen jetzt halt diese Saison sich ein bisschen bessern. Aber ich glaube nicht, dass die eine wirklich gute Saison haben werden. Die werden weiter ziemlich weit unten sein. Ja, gibt aber Schlimmeres irgendwie, wenn sie tanken müssen mit dem Team. Also gibt definitiv schlimmeres. Auf jeden Trust Fall. Trust the Process. Ja, und so. ja. <laughs> ähm, aber es ist ja eh, es gibt ja so, ich meine, die Clippers werden jetzt auch nicht oben mitspielen. <laughs> ja, im Gegenteil. Ah, Alter, die Clippers, ey, guck mal. So, Ich bin ja generell ein bisschen zwiegespalten, was die Clippers angeht, weil Lakers werden und so, ne? Eigentlich hätte ich die ja am liebsten aus der Stadt raus. Ähm, zumal ganz ehrlich, Jungs, jetzt mal ganz ehrlich, die jetzt zuhören, ne? Was spricht dagegen, dass wir die, die Clippers einfach nach Seattle schicken? Ich wollte es gerade sagen. Hast du die <laughs> so, äh, Sachen aus dem Preseason-Game von den Warriors gegen, ja, ja, genau, gegen die Kings, ja, ich was, glaube ich? Das, genau, genau. Ich habe gesehen, wie KD das alte Trikot nochmal mal hat. Ja, vor allem, hat. ey, in, ich glaube, so gefühlt in dem Moment, in dem es da wieder ein Team gibt, wird KD dahin gehen. Es wäre so perfekt, mhm. wenn einfach die Clippers nach Seattle umziehen oder die Kings, über die können wir gleich auch nochmal kurz reden, äh, wenn eins von diesen beiden Teams dahin zieht äh, und du dann die neuen Sonics hast. Ey, guck mal, das ist so ein Ding. Ich, ich habe schon so oft auch hier in Deutschland irgendwelche Typen mit so Clippers-Merchandise äh, gesehen und so und frage mich wirklich. Wie zum Teufel? Was fällt einem ein? Woher, woher kommt dieser Mut zu sagen, ich bin ein Clippers-Fan? Ich weiß gar woher nicht. Woher kommt das? Aber die Frage ist, sind das Clippers-Fans? Also sind das einfach welche, die das Design gut finden? Weil das ist, wenn du in Deutschland Leute mit äh, Basketball-Merchandise siehst, das ist das ja eher der Hintergrund. Mhm. Ich meine, die Leute, die vor Jahren, es gab doch vor ein paar Jahren diese Phase, wo jeder eine Bulls-Cap getragen hat. Ja, Und das ja, war klar, zum Michael Zeitpunkt, Jones, wo die Bulls so. richtig scheiße waren. Ja, aber über die Bulls werden wir noch reden, wenn wir im Osten ja, sind, ja. das ist nochmal... Das ist eine Marke einfach. Also, das ist so wie ganz ehrlich jetzt mal ohne Spaß. Ich finde Baseball super langweilig, aber und ich weiß nicht mal, ob sie gut sind. Aber jeder kennt die New York ja, Yankees ja. und jeder würde ihre Kappen tragen. Genau, so, weißt du? ähm, genauso wie super viele Leute äh, Sachen von den Green Bay Packers beim Football haben, wobei es da auch viele Fans gibt. Gut, das ist dann nochmal ja, so. Da gibt es auch in Deutschland unter anderem viele Fans. Ich, weil ja Draylor, klar, das ist der beste Quarterback aller Zeiten. Ja, Das stimmt. Ja. Aber es ist trotzdem. Ich glaube, bei den Clippers ist es teilweise schon so ein bisschen äh, der Look. Ja, ich glaube, es war auch ein bisschen Lob City, dass sie Und wirklich das. gedacht ja, das haben, dass stimmt. sie Meister werden. Äh, aber ja, das haben die ja sehr schön selbst sabotiert. Das ist das eine, was ich an den Clippers respektiere: <laughs> dass sie niemals dafür sorgen, dass ich neidisch auf sie werde. so Be Beziehungsweise das einzige Mal, dass ich wirklich neidisch auf sie war, war tatsächlich, als sie uns äh, Chris Paul geklaut haben. So, ja, das war äh, es. Ist, das war das eine Mal. Ich meine, guck dir die Clippers an. Was, was haben die denn jetzt noch? <laughs> die haben Shay Gildas Alexander, der eventuell mal ein guter Point Guard wird, den sie jetzt gedraftet mhm. haben. Sie haben Sundarius Thornwill, den sie, glaube ich, auch dieses Jahr gedraftet haben. Ähm, die haben Lou Williams, <laughs> gut. Äh, ja. Patrick Beverly, ja, Defense, o okay. Ähm, Avery Bradley, schwierig. Der ist erst 27, ich habe den irgendwie mal als älter im Kopf. Ähm, und sonst haben die halt so Leute wie Marcin Gotthard, Danilo Gallinari, äh, Boban Majanovic, Luken Bar, Mute, also so auch Auslaufmodelle teilweise. Gut, sie haben noch Tobias Harris und äh, Montreal, Montreal Harrell. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Ja. Ähm, also, die haben so ein paar gute junge Spieler, aber irgendwie sehe ich da nicht die Zukunft. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es Zeit wird, sich einen neuen Coach zu holen. Also dass man Boah, Doc ja. Rivers so langsam mal austauscht. Weil ich glaube, dessen Ära da ist vorbei. Ja, ich könnte es aus einer neutralen Sicht verstehen, aber solange sie weiter verkacken, soll Doc für immer da bleiben. Also ich kann es nicht. Guck mal, das Ding ist bei den Clippers ist für mich offensichtlich, äh, gerade auch mit der, äh, mit der Zugabe, dass sie sich Jerry West als Teammanager äh, geholt haben oder verantwortlich, was auch immer er tut. Ähm, ne, dass sie wirklich diese Sorgen dafür benutzen wollen, Cap Space zu schaffen, damit sie nächste Saison tatsächlich zwei Free Agents großer Namen irgendwie anlocken können. Ich meine, es es wird ja auch gebunkelt, dass Kawhi eher zu denen tendiert als zu uns. Was ich mir irgendwie sehr, sehr schlecht vorstellen kann. Aber ja, Geschmäcker sind verschieden. Anscheinend hat Kawhi keinen Geschmack, <laughs> wenn er lieber zu den Clippers will. Was soll ich sagen? Jetzt mal ohne Spaß. Ich. Ich verstehe es nicht und ich respektiere es nicht, wenn Leute Clippers-Fans Aber sind. Ich, ich glaube, das Ding so ein bisschen. Ich glaube, das Ding bei Kawhi wäre dann wirklich, dass er ein eigenes Team will, wenn er zu den Clippers geht. Weil da wäre halt. Das ist auch einfach so eine Sache. Ich verstehe es nicht. Der Typ hat doch gar keine Persönlichkeit. Was <laughs> will der mit einem eigenen Team? Das ist so wie. Ähm, kennst, keine Ahnung. Ich stelle mir das so vor, wenn dein Kind irgendwann zu dir ankommt und sagt so: Ja, Papa, ich will einen Porsche haben. Und du denkst dir so. Digga, du hast gar nicht die Kohle für das Benzin. Es wäre doch viel schlauer, wenn du dir so ein kleineres Auto holen würdest. Weißt du, das habe ich mit Kawhi. So, Kumpel, du hast doch gar nicht die Persönlichkeit dafür, bis jetzt zumindest nicht bewiesen, dass du ein Team irgendwie anführen könntest. So, weißt du, warum? Warum willst du dann dein eigenes Team? Es ist doch viel cooler, die beste Nummer zwei zu sein. Sei Scotty Pittman cool. Ja. Ja. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, äh, was da in der nächsten Offseason war. Ich meine, diese Offseason war schon krass, aber die nächste wird nochmal heftig. Äh, Kings finde ich auch interessant, <laughs> weil. Find, ach, echt interessant. Ja, weil das Ding ist, so langsam haben sie Talent angesammelt, aber fast nur Big Man. <laughs> das ist so, die haben halt jetzt Marvin Beckley gedraftet. Der könnte ja. gut werden. Die haben die Aaron Fox, okay, der könnte tatsächlich ein sehr guter wow. und vor allem sehr spektakulärer Point Guard äh, werden. Mhm. Und sie haben dann halt so Leute wie Justin Jackson, bei dem ich nicht weiß, was ich von dem halten soll, und Harry Giles und Scala Bissier, die halt beide Power forwards sind, die, genauso wie Marvin Beckley übrigens auch, die, wo, aber gut, die können dann auch noch Center spielen, eventuell, meinetwegen. Aber äh, bei denen denke ich mir halt immer, das waren ja so zwei Typen, die super hoch gehandelt wurden in Drafts und dann verletzt mhm. waren oder abgerutscht sind und so weiter und so fort. Und die eigentlich Potenzial haben, vermutlich, wo man aber nie weiß, ob sie das jemals erfüllen werden. Ja. Und ich sehe ja. das halt so ein bisschen, dir helfen halt drei. Power Forwards mit gutem Potenzial nichts. Und da kommen wir nachher auch nochmal bei den Bulls zu, äh, <laughs> weil die haben aktuell gefühlt nur Power Forwards im Kader. Ähm, mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass die sich so richtig glücklich machen aktuell. Ja. Aber ich finde es gut, dass sie zumindest jede, jede Saison ihr Trikotdesign design ändern. Sie <laughs> versuchen wenigstens die Leute davon abzulenken, so nicht daran zu erinnern, dass sie dasselbe beschissene, dasselbe beschissene Team äh, jede Saison sind. Ich muss auch sagen, langsam wünsche ich mir auch mal ein bisschen so ein ähm, Step-up von äh, Willy Cawley's Sein. Mm -hmm. Weil eigentlich eigentlich hat der Potenzial, der Jetzt war auch letztes Jahr Star zu werden, der war stabil. Ich sehe gerade 10 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists relativ okay so ne und äh, ich habe den halt immer so als die Sacramento Version von Julius Randall gesehen und ich trau dem eigentlich dasselbe zu weißt du mhm. ich glaube das will ich diese Saison von ihm sehen ich will von ihm eine Julius Randle Saison ich will so eine 12 12 Saison oder 12 10 mindestens er hatte ja letzte Saison 13 Punkte 7 Rebounds und so ein Block ja. also wenn er defensiv noch ein bisschen besser wird ein paar mehr Rebounds holt und so weiter ja, es ist halt wirklich, Sacramento könnte irgendwie, die, die haben schon was. Das könnte was werden, wenn sie das jetzt richtig machen. Und ja, äh, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen, ja, vielleicht haben sie Erfolg damit, wenn sie es schaffen, ihre Big-Men großzuziehen und dann irgendwie zwei oder drei davon behalten und einen für irgendwas Gutes wegtraden oder so. Um, das ist es, die haben, es äh, die haben Assets. Die yeah. haben Assets ohne Ende gerade. Genau. Nicht so viele wie Boston, warum auch immer, die <laughs> immer noch so, so First-Round-Picks haben. <laughs> die haben. Die ja. haben die Chance, nächstes Jahr wieder zwei Lottery-Picks zu bekommen. Ja, ja, exakt, exakt. So, das verstehe ich einfach. Nicht. Ich, guck mal, das Ding ist, ich, ich habe diese NBA-Saisons damals ja auch verfolgt, so, ne? Als sie, deren Big Free so aufgelöst ja. wurde und gegen Trades äh, getauscht wurde. Und ich verstehe immer noch nicht, wie die immer noch solche so, so viele Picks in der ersten Runde haben können. Und auch nur so Lottery Picks, so Top Ten-Picks jedes Mal. Teilweise, Alter, sagen sie sogar, wisst ihr was, wir brauchen den äh, Number One Pick gar nicht. Wir geben uns auch mit dem dritten zufrieden, solange wir Jason Tatum ja, bekommen. Und ich meine, guck mal, wie sich das für die gelohnt hat. Ja. So, der hat ja eine absurd ja. gute Rookie-Season gespielt. Das ist eh, Boston müssen wir gleich auch mal drüber reden. Äh, ja, ja, worüber ja. ich im Westen noch kurz reden würde, wären die Nuggets und die Jazz. Ich wollte gerade sagen, dass ich original gar keine Meinung zu Memphis habe. Genau, Grizzlies habe ich nicht so eine <laughs> richtige Meinung zu. Ich glaube, die werden einfach dieses Jahr nicht viel reißen, haben einen interessanten Rookie, aber vielmehr auch nicht. Mm. Ehrlich gesagt. Mm. Ähm, die Trailblazers. <laughs> Ich glaube, dass wird dieses A. Jahr sie scheitern, dieses Jahr in wirklich final. Ja, meinst du, danach wird es Ich glaube, danach wird es Ja, mm. ich weiß nicht. Wen würdest, du, wen würdest du dann behalten? Lillard oder äh, McCullough? Also, wenn ich ihn halten kann, definitiv Lillard. Weil dieser Typ so absurd gut ist. Der ist so ein bisschen underappreciated, finde ich. Äh, ah. Was man auch immer daran merkt, dass er nie zum All-Star gewählt wird. Obwohl das jetzt wie <laughs> oft verdient hätte. Andere Sache. Gut, ist halt auch schwierig im Westen dann mit Guards. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ich weiß nicht, wie lange der Vertrag dann noch läuft, dass er dann halt entweder zu irgendeinem anderen Team geht und da halt Super-Team macht. Keine Ahnung, nach LA oder so. Oder dass er äh, in den Osten vielleicht sogar geht. Boah, ich könnte mir. Ihn könnte ich mir wirklich so gut als den Westbrook des Ostens vorstellen. Ja, ich meine, überleg mal. Das aktuelle Gerücht ist ja, dass die Knicks gerne Kyrie hätten. Aber was wäre denn vielleicht mit Lillard bei den Knicks? Lillard zusammen mit Porzingis, sagst du? Ich würde es interessant finden. Ich was hat. Weißt du, das ist. Weißt du, das einzige Problem, das ich da sehe ist dass Portland ja sowieso immer schon das Äquivalent zu den Wizards und irgendwie zu den ähm, Raptors war, ne? Diese zwei guten Dudes im Backcourt und irgendeinen europäischen weißen äh, Center, <laughs> Big Man, was auch immer, weißt du? Und ich sehe das Gefahrenpotenzial eben auch bei äh, New York, nur dass äh, Pausingis halt von diesem weißen Big Man halt am meisten drauf hat, aber. Es ist eine gefährliche Formel, die du versuchen würdest, da wieder aufzustellen. Ja, das stimmt. Und vor allem, ich habe gerade mal nachgeguckt, er hat halt noch zwei Jahre. Äh, mhm. Oder inklusive diesem Jahr drei Jahre. Also bis 2021 ist er auf jeden Fall noch da. Und wenn er dann in die Free Agency geht, ist er halt auch schon 31. Ach krass, ey, Lillard ist echt nicht mehr so. Nee, gut, nee, der ist schon eine ganze Zeit in der Liga. Und das ist so, er tut mir halt echt leid er hat nie ja. den erfolg bekommen den er eigentlich verdient hätte <laughs> aber ich würde es halt interessant finden keine ahnung wenn er vielleicht doch irgendwie in irgendein trade gepackt wird ob er dann ja bei im team unterkommt im osten wo er dann im osten noch mal einen guten playoff run starten kann oder so das wünsche ich mhm. ihm auch so ein bisschen aber mal sehen Wahrscheinlich läuft es dann mhm. darauf hinaus, dass er irgendwie für Kyle Lowry getradet wird oder so und bei tatsächlich <laughs> bei den Raptors landet. Ja, ja, das, das wird den Joke irgendwie perfekt ja. machen, dass die jeweils für eine bessere Version getradet mhm. wurden aus Toronto. Aber Jazz und Nuggets, das finde ich noch interessant, weil das sind ja so die beiden ja, sind aufstrebenden Teams im Westen, die beinahe dieselben Trikots haben, ja. Ja, die ich auch früher oder die ich eine ganze Zeit dann immer so halb verwechselt habe irgendwie. Äh, die waren ja, immer so ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Äh, die Nuggets sind halt super interessant. Ich, ich, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich sehe hier viel Potenzial, Point Guard Position und so weiter, ne? und auch ein paar gute Veteranen. Ähm Jamal Murray, sowieso bin ich sowieso ein Fan mhm. von gewesen. Paul Millsap, ganz ehrlich, ich habe den unterschätzt, muss ich zugeben. Ich dachte echt, äh, als er zu Denver äh, gegangen ist, so, wieso, so, also ist doch eh vorbei bei ihm. Ja. Aber nein, zeigt sich äh, doch, sogar im Westen kann er sich noch äh, durchsetzen. Und ja, Isaiah Thomas, ne, jetzt, <laughs> so also ein eigenes Thema. Aber Mason Plumlee haben die auch noch so. Ich sehe da Potenzial. Ich seh, und natürlich äh, Jokic, äh, der steht. Es steht außer Frage, ob er jetzt. aktuell noch der Start ist. Der, der ist äh, so sie absurd. Ist. Irgendwie. Den, den hat man ja auch komplett unterschätzt. So als der dann plötzlich anfing. Also ich glaube, das ist aktuell der Big Man, der die besten Pässe spielt in der Liga. Der hat so mhm. einen. Der hat. der spielt ja auch so wunderschöne Pässe. Es ist irgendwie sehr soft, soft-touch und so. Äh, Michael Porter Jr. jetzt halt äh, mal gucken, wie der sich von seiner Verletzung erholt und ob der dann das Potenzial, was er ohne Frage hat, ausschöpfen kann. Ähm, der galt ja als potenzieller Number One, genau, bevor er sich ja, verletzt. Genau. Ja und dann hat. hat er so fünf Minuten College gespielt und hat sich dann verletzt und das ist ja ausgefallen. Nicht so gut alles. Aber die haben halt echt ein gutes Team. So, ich bin gespannt. Ich glaube Playoffs schaffen die. Ich bin halt gespannt, was die in den Playoffs reißen können. Und Isaiah mhm. Thomas hat halt meiner Meinung nach auch genau das Richtige gemacht. Der hat für anderthalb Millionen jetzt irgendwie gesigned und äh, bei einem Team, wo er nicht der Nummer-eins-Point-Guard sein wird, ziemlich sicher, wo er aber auf jeden Fall mhm. aushelfen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass er da so ein bisschen seine Rolle findet. Ja... Wird auch langsam Zeit, Ja, definitiv. Ganz und auf der anderen Seite dann halt die Utah Jazz. So ohne Frage, Rudy Gobert mm. und ähm, Donovan genau Mitchell. Donovan Mitchell sind zwei wahnsinnig gute Spieler. Ähm, mm. Die haben einen sehr guten Coach. Die haben mm. ordentlich Tiefe. Die haben mit äh, Ricky Rubio einen Point Guard, der jetzt in der letzten Saison noch mal neu aufgeblüht ist so ein bisschen. Der hat ja ein paar echt gute Spiele gemacht. Allein in den Playoffs das Spiel, wo er innerhalb kürzester Zeit vier oder fünf Fouls gegen Westbrook gezogen hat. Ja, da, hat man wieder, ah, da hat man halt gesehen, was für ein intelligenter Spieler das einfach ist. Mhm. Ähm, die haben mhm. Jay Crowder, der, äh, glaube ich Stabil. Ja, stabil. der stabil ist, der, glaube ich, jetzt auch noch mal so ein bisschen an sich gearbeitet hat in der Offseason. Die haben mhm. äh, halt auch immer noch so Dante Axum. Der theoretisch immer noch Talent hat. <laughs> Praktisch bin ich mir <laughs> nicht ganz sicher. Die haben halt so absurde Leute wie Joe Ingles, der 31 ist, aber irgendwie oh. letzte Saison plötzlich zum, zum unfassbar guten Shooter geworden ist. Exakt, exakt. Und die haben sich äh, Alan Grayson getradet. Ja. Oder Grayson Allen, beziehungsweise. Auf den ich sehr, sehr gespannt bin, äh, ob der so seinen Unfug, den er auf dem College betrieben hat, jetzt auch in der NBA umsetzen wird. Weil da war er ja wirklich dafür bekannt, wirklich für die Highlight-Reads nur mit so Schlägereien und so weiter zu versorgen. Ja. ja, ich bin auch gespannt. Das ist ja auch so ein Drei-Punkte-Typ, äh, einfach ein Shooter. Royce O'Neill kam so aus dem Nichts. Äh, die haben auch so Leute wie Thabel Sifolosha geholt. Mhm. Die haben ein wahnsinnig interessantes Team. Und ich bin super gespannt, wie weit die das bringen können. Ey, ich bin vor allem auf Donald Mitchell gespannt. Allein, ey, das ist so absurd, dass er irgendwie schon irgendwie 19,5 Punkte in seiner Rookie-Season äh, rausgehauen hat und dann noch überragende Playoffs gespielt hat, wo er teilweise den Point Guard gegeben mhm. hat. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass er nicht mehr so die komplette Verantwortung für die Offensive alleine übernehmen muss, weil genau das war er. Er war eine Ein-Mann-Armee äh, letzte Saison offensiv. Und wenn ihm da ausgeholfen werden kann, dass er sich noch spezifischer so auf seinen Kram fokussieren kann, Alter. Jutta ist ein geiles Team und das ist das ist ein Satz den habe ich so in 20 ja, Jahren noch nie vor gesagt. Vor allem ist defensiv vielleicht eines der drei zwei drei besten Teams der Liga, weil die halt ah. ich meine Derek Favors ist auch kein schlechter Spieler. Exakt. Und also ich meine Mitchell ist defensiv halt auch super. Jay Crowder war auch defensiv immer ordentlich. Äh, die haben vor allem super viele große Spieler, was jetzt ein bisschen gegen den Trend der Liga geht. Also ich glaube, die mhm. haben niemanden, der unter sechs Fuß zwei ist oder so. Das ist schon <laughs> ungewöhnlich aktuell fast. Äh, ja, und ich, ich bin super gespannt, was aus denen wird. Weißt du, mir kommt es auch so ein bisschen vor, Utah ist so ein Franchise, das sich generell so Spieler nehmen kann die bei anderen abgeschoben wurden und die dann noch mal eine perfekte Rolle hier so ein finden, bisschen weißt du? das, was die äh, Brooklyn Nets gerade im Osten versuchen. Genau, genau. Das, was Brooklyn gern wäre, ist so ein bisschen äh, Utah für mich. Allein, allein die Tatsache, dass sie wirklich einen effektiven Nutzen für Ricky Rubio gefunden ja. haben, wo den jeder in Minnesota abgeschrieben hat als der Typ, der schlimmer ist als Rondo. Er galt ja als das Downgrade zu Rondo. Weißt du, dieselben bounce pässe aber noch weniger Defense, noch weniger Würfe. Der war einer ihrer drei besten Spieler letzte Saison. Gerade in den Playoffs mega wichtig. Als er dann ausgefallen ist, sah es nämlich düsterer aus. Ja, definitiv. Und äh, Ricky Rubio mag ich irgendwie sehr gerne. Ich, ich mag diesen ja. Spieler einfach. Ich mag, wie der spielt. Und gerade mhm. letzte Saison war es total schön zu sehen, dass er nochmal aufgeblüht ist. Er hatte doch dieses äh, Spiel nachdem... Wie hieß er nochmal? Flip Dingens, der Coach von den... Äh, genau, Flip Saunders, nachdem der gestorben ist, das erste Spiel danach, wo er dann irgendwie plötzlich, ich glaube, über 30 Punkte aufgelegt hat. Mhm. So und ich glaube, ein Double-Double oder so hatte. Und wo er dann auch gezeigt hat, dass er halt in der Theorie durchaus werfen kann auch. Ähm, ja, also ich, ich glaube, die Jazz könnten halt wirklich so, vielleicht schaffen die sich sogar Homecourt-Advantage zu erspielen äh, in den Playoffs. Ja. So. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie es schaffen, Dritter oder so im Westen zu werden? Fände ich gar nicht so schlecht, weil ich will wirklich einen guten Donovan Mitchell ja. sehen, weil, ey, wenn ich, wenn ich dran denke, dass wir den oder Jason Tatum äh, anstelle von Lonzo Ball hätten dra äh, draften können, <laughs> äh, tut es mir zwar in der Seele weh, aber ich denke mir, bei sowas auch immer, äh, sei es den Spielern gegönnt, dass sie jetzt mal ohne Spaß. Das Urteil, wenn du als junger Spieler zu den Utah Jazz gedraftet wirst, ist ja nicht gerade, oh mein Gott, mega geil, ich darf mit Rudy Gobert spielen. Weißt du, ich glaube, keiner freut sich so richtig auf Utah erstmal. Und die Tatsache, dass der Typ es jetzt alleine irgendwie geschafft hat, Utah zu einer coolen hippen Marke zu machen. Ich meine, gerade wenn du ja auch so anguckst, was so Donovan Mitchell so Social-Media-mäßig mhm. irgendwie abzieht, wenn er so alte... Carl Malone äh, Trikots trägt, ne, und der dann äh, das retweetet und sagt, jetzt zieh ich mir dein ja, Trikot Ja, so Spider an so. Mitchell, so diese ganze Sache. Genau. Und dass er dann noch den äh, Slam Dunk Contest gewonnen hat. Also, ich sag mal so, der GM, der den gedraftet hat, der kann jetzt glücklich sterben, glaube ich. <laughs> weißt du, alles richtig gemacht. Nicht nur on-court, sondern auch off-court, dass du wirklich einen Typ hast, wirklich einen Brand gerade dir geholt hast. Ja und dann hast du halt auch einen guten Coach mit Quinn Snyder. Exakt. Ähm, von daher habe ich viel Hoffnung für Utah. Da ist eine Menge drin. Das müssen jetzt, also klar jetzt ist natürlich auch super viel Druck da gerade auf äh, Mitchell, aber mhm. könnte schon was werden. Paul, ich stelle jetzt mal eine These auf. Utah ist das, was Minnesota gerne wäre. Ja, definitiv. Was sagst du zu diesem ganzen Jimmy Butler Hickhack? So wie stehst du dazu? Ich hatte irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass es nicht so wirklich funktioniert bei denen. Es, das Trikot steht ihm auch nee, nicht. Aber ganz es, ehrlich, ist es, ist es, ne? der hätte bei den Bulls bleiben sollen, glaube ich. Also ich verstehe, warum er da weg ist. Aber ja, nee, äh. nee, nee. Äh, ich glaube, dem wird es gut tun, wenn er da weg ist. Und ich glaube, die mhm. werden in zwei Jahren komplett ein Rebuild um Cat machen. Ich glaube, die werden dann auch das Projekt, äh, Dingens, wie heißt der? Äh, Andrew Wiggins aufgeben. Ah, Wiggins. Weil von dem bin ich irgendwie immer noch enttäuscht. Ey, guck mal, weißt du, was das Problem bei Wiggins ist? Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er Kanadier ist, aber wie kann ein Typ mit Cornrows so wenig Swag haben? <laughs> also, verstehst du, was ich meine? Ach, äh, also, ja. Der typ, der, der typ hat einfach die Ausstrahlung von einem Stein. Und ich meine nicht auf die coole Art wie Kawhi. Ich meine auf die Art von wegen, wenn du eine so eine Kartoffel wirklich Cornrows aufsetzen würdest, selbe Ausstrahlung. Null irgendwie cool, null bedrohlich. Nur irgendwie, dass du den irgendwie anfeuern möchtest. Der macht halt seine 20 Punkte, das war. Ja, Und das ist ja, das ist ja auch das, was ihm so medial ein bisschen vorgeworfen wird, dass angeblich ihm nur seine eigene Statistik wichtig ist und dass er irgendwie ähm, sich nicht vollstens in den Einsatz der Mannschaft stellt und so. Ja, und ich glaube wirklich, dass die den entweder irgendwann demnächst wegtraden oder ja, der irgendwie gehen muss. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei denen so nicht wirklich weiterlaufen wird. Also, karl Anthony Towns ist unfassbar gut, klar, aber ansonsten sehe ich da gerade nicht viel. Jimmy Butler ist jetzt weg. Ähm, ja. Nee, nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Auch mit Tom Thibodeau war keine gute Idee. <laughs> Definitiv. Nicht. Ey, das Problem ist. Diese Nummer von wegen, dass du dein Team wechselst und deine ganzen alten Spieler zurückholst, das funktioniert erstens nur bei FIFA <laughs> und zweitens, wenn dieser, wenn diese ganzen Spieler noch junge Spieler um die 90er sind. Weißt du, aber Jimmy Butler zurückholen, äh, okay, das ist eine Sache, ne? Aber dieser ganze andere Kram von wegen, er hat sogar Lua Decken jetzt zurückgeholt. So, what? So, Digga, der hat drei Jahre irgendwie nicht bei den Lakers gespielt, was, was will der mit dem ja. noch? Und das ist vor allem das Problem letztes Jahr war ich glaube die Timberwolves wären besser gewesen wenn sie nicht praktisch mit fünf Leuten gespielt hätten das war immer so ein bisschen das Problem mhm. dass äh, Thibodeau einfach der Bank nicht vertraut hat und dass er da nicht mal mehr Leute eingesetzt hat sondern dass die glaube ich häufig wirklich nur acht Leute eingesetzt haben und das ja. funktioniert halt nicht und die hatten genug gute Spieler und die haben sie jetzt teilweise nicht mehr, glaube ich. Also wenn ich mir das so angucke, sind halt auch viele unbekannte Namen dabei und viele Leute, denen ich jetzt nicht so wahnsinnig mm. viel zutraue. Derek Rose mm. ja das Thema ist halt auch so ein bisschen durch irgendwie. Äh, äh, ich habe gerade festgestellt, dass er erst 30 geworden ja. ist äh, diese Woche. Derek Rose ist noch fucking jung. Ja und aber der kann der kann noch mal zurückkommen aber ich glaube nicht also bei dem Timberwolves. So also nicht ja das guck mal wo ist denn das problem hast du das gefühl ähm, dass wirklich andrew wiggins da so ein ähm, äh, was war, nicht das gegenteil von dem platzsparer ist dass er irgendwie den weg für andere stars blockiert dass du wirklich sagst der ist für seine 20 Punkte gut aber alles andere an synergie zerstört er im team ich weiß es nicht ich, Also ich habe einfach das gefühl dass andrew wiggins zwar 20 Punkte macht aber ansonsten halt nicht viel macht ja, ja. Findest du denn, dass irgendwie Cat äh, irgendwie in seiner Entwicklung zurückhängt oder sagst du, der ist noch äh, auf einem stabilen Weg? Ich finde schon, dass der noch auf einem guten Weg ist. Und es gibt ja auch immer wieder diese Gerüchte von wegen Cat äh, und äh, Anthony Davis, dass mhm. irgendwann irgendein Team es schafft, die beiden zusammenzubringen. Weil äh, die sich mhm. wohl ziemlich gut verstehen, waren beide in Kentucky am, äh, im College. Ähm. Mhm. Und das würde ich auch wieder interessant finden, das mal zu sehen. Also, die beiden zusammen wäre halt auch cool. <laughs> ja, wobei ich mir auch denke, das ist halt genau die boogie konferenz Ja, klar, da, da brauchst du dann halt auch wieder die richtigen Leute drumherum. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Timberwolves die Playoffs dieses Jahr verpassen. Ja, das Gefühl habe ich auch zumal es ja mindestens ein Team geben sollte, das letzte Saison nicht in den Playoffs war, das von dem ich einfach mal ausgehe, dass sie es diesmal schaffen. Äh, die Lakers, ja. wir haben das Meme-Team kurz angesprochen und so, und LeBron und so. Weißt du, guck mal, das Ding ist, ich könnte jetzt eine äh, Ode darüber ha äh, halten, warum ich es verdient habe, LeBron zu bekommen. So, weißt du, nach acht Jahren, die ich leiden musste. Aber wie stehst du denn dazu, dass er sich für die Lakers und nicht für ein anderes Franchise wie zum Beispiel Houston entschieden hat, die ja auch hoch im Kurs standen? Ähm, ich finde die Art und Weise, wie er das aktuell macht, gut. Weil das größte Problem, was ich in den letzten Jahren mit LeBron hatte, ist, dass er de facto ein ganzes Franchise zerstört hat. Dadurch, dass er sich überall eingemischt hat, dass er sich auch sinnlos eingemischt hat, dass er nicht bereit war, mit jungen Leuten zu spielen, sondern dass er halt so permanent in diesem Win-Now-Ding dr drin war, während man so gemerkt hat: ja, aber die Leute, die du persönlich quasi ranholst, bringen dir gerade nicht viel. Ähm. Das lässt die Cavs jetzt gerade ziemlich schlecht dastehen. Und... Alter, das ist ein Scheiß. Ja, ja, also wirklich. Alter. Und ähm, die Tatsache, dass er jetzt halt nicht wieder so Win-Now, ich gehe zu den Rockets äh, gesagt hat, sondern dass er gesagt hat, okay, ich gehe zu den Lakers, die haben viel Potenzial, da fehlen aber auch noch einige Stücke, damit man da halt äh, mit den Warriors mithalten kann. Ähm, fand ich gut. Ich fand es auch gut, dass er halt in den Westen gegangen ist, dass er sich der Herausforderung nochmal stellt. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, blöd gesagt, ein bisschen ego-getrieben wieder, äh, weil er natürlich sagt: Gut, jetzt kann ich mich nochmal im Westen äh, beweisen ähm, und kann damit so meine Legacy stärken und gelte dann vielleicht wirklich irgendwann als Bester aller Zeiten so. Ähm. Meinst du, diese Diskussion ist vorbei, wenn er es wirklich schafft, sich gegen diese Warriors durchzusetzen? Wenn er es schaffen würde, sich gegen ein Warriors-Team, was ungefähr so aussieht wie das aktuelle und wo alle Spieler fit sind während der Playoffs, wenn er es schafft, sich gegen die durchzusetzen wäre er mindestens gleich auf mit Jordan. Ey, An das Szenario, dass sich irgendwie mindestens zwei der Leute bei den Warriors verletzen könnten, habe ich gar nicht gedacht. Was wäre, was wäre das denn für ein Szenario, wo zum Beispiel nehmen wir mal die zwei wichtigsten, KD und Curry fallen mhm. aus, der Supergau, yeah. ne? Und LeBron so, ey, bro, why, äh, wieso nicht jetzt, so weißt du, why not now? So und dann schaffen sie es tatsächlich, äh, die Warriors irgendwie rauszukicken und schaffen es die NBA zu gewinnen, so. Meinst du, also, was wäre die Narrative, die um LeBron herum irgendwie gesponnen werden würde? So von wegen die Gaunerei des Jahrhunderts, so der Abstauber des Jahrhunderts? Ich glaube, oder? das Ding ist so: die ersten drei Jahre würde man halt sagen, ja, gut, aber bei den Warriors haben halt auch die zwei wichtigsten Spieler gefehlt. <laughs> Und äh, mhm. in zehn Jahren würde man nicht darüber reden, dass sie zwei wichtigsten Spieler gefehlt haben, sondern nur darüber, dass sie Warriors geschlagen hat. Das heißt, auf lange Sicht würde ihm das gleich ziemlich groß helfen. Und das ist tatsächlich so eine Sache, die man bei den Warriors bedenken muss. Äh, Curry verletzt sich gerne mal. Durant verletzt sich auch gerne mal. Boogie ist aktuell verletzt. Thompson Meinster. spielt eigentlich durch. <laughs> Draymond Green spielt wahrscheinlich <laughs> auch, wenn er irgendwie zwei gebrochene Arme hat, irgendwie noch und schafft es dann auch noch irgendwie äh, seine Leistung zu zeigen. Aber das ist tatsächlich, das ist die größte Gefahr aktuell für die Warriors. Das und dass die äh, Bank nicht so gut funktioniert wie in den letzten Jahren. Weil das muss man auch mal sagen. Die Bank war in den letzten Jahren so ein ganz kleines bisschen stärker, aber auch nicht viel <laughs> stärker. Und die haben immer noch Iggy. Mhm wobei je jetzt je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Sinn ergibt es für mich, dass wir mit äh, Michael Beasley, Rondo und Lance Stevenson so drei Psychopathenguards geholt haben, die wahrscheinlich nur dafür geholt wurden, in den Playoffs äh, den Backcourt der Warriors irgendwie kaputt ja, zu machen, ja. weil wir dann immer noch, weil wir dann immer noch Lonzo und äh, Brandon in Ingram hätten so im Fall der Fälle so was als Ersatz. Ja, äh, ich bin gespannt. <laughs> es ist halt wirklich. <laughs> gut, äh, bei Rondo musst du natürlich auch sagen, der ist defensiv halt immer gut und der kann. Wobei gegen Steph Curry sah er auch nie besonders gut aus, muss man auch ehrlich sein. Aber wer sieht auch defensiv schon wirklich gut aus gegen Steph Curry? Ich habe neulich nochmal dieses Highlight gesehen von vor zwei, drei Jahren, wo er einfach durch die komplette Clippers-Abwehr einmal durch ist. Oh, wo er einfach mehr oder weniger in der Zone war, aber dann nochmal zurückgelaufen ist, so <laughs> ja. dribbelnd und es sieht so locker aus. Es ist wirklich, ich glaube, es ist immer noch mit das Beste, was ich je gesehen habe. Es ist so, es sieht so wahnsinnig locker aus. Es greifen alle nach ihm, nach dem Ball. Niemand kriegt das und er dreht sich einfach um und trifft den Dreier. Es ist so, es hat in einem Spielzug so perfekt seine Saison, die er damals gespielt hat, äh, zusammengefasst. Also, ich muss auch sagen, ich bin persönlich. Sehr, sehr hyped auf Ingram und Kuzma, was sie diese Saison jetzt an Entwicklungsschritten äh, nachlegen werden. Weil ganz ehrlich, Ingram, also ne, wir hatten die, die ganze Zeit diesen Vergleich mit Kevin Durant und so, wegen, primär wegen ihrer Statur und so. Aber so langsam darf er wirklich den nächsten Schritt machen. So drittes Jahr, Bruder, wird es langsam yeah. Zeit, finde ich. Und Kuzma ist bei mir schon längst über das hinaus, was ich ihm ursprünglich zugetraut habe. Das heißt, wenn der diese Saison mindestens das bringt, was er letzte Saison gebracht hat, so ein stabiler 15- bis äh, 16-Punkte-Spieler, so als Power Forward, kann ich absolut mitnehmen. Der ist noch voll im Soll. Und Lonzo, ey, ganz ehrlich, Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich mich auf seinen Vater freue, wenn es die erste Krise gibt. <laughs> Weil. Bis jetzt war La Ball komplett still, was diese LeBron-Geschichte angeht. Und sobald Lonzo nicht spielt und stattdessen Rondo spielt, Alter, ich freue mich unendlich. Deswegen finde ich es auch nicht so schlimm, wenn wir dieses Jahr nicht Meister werden oder vielleicht nicht mal in die Conference-Finals kommen würden, solange die Meme ich stimmen. Ich wollte gerade sagen, die Meme stimmen, es wird auf jeden Fall unterhaltsam. Stimmen, bin ich glücklich, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so die zwei Teams, wo du am meisten Drama haben könntest sind die Lakers und im Osten die Wizards. Weil die Wizards hatten letztes Jahr ja scheinbar die ganze Zeit das Problem, dass es im äh, Lockerroom nicht stimmt. Und jetzt haben die halt nicht nur äh, Dwight Howard dazu geholt, <laughs> sondern auch noch Austin Rivers. Ey, das Ding ist, wie kann es sein, dass das größte Problem in deinem Team ist, dass keiner deinen Superstar mag? Also. Wann gibt es das, dass der beste Spieler im Kader der unbeliebteste ist? Es ist ein bisschen absurd, also, ja. Und das ist. <laughs> ich meine, selbst, selbst Carmelo wurde in New York geliebt, so weißt du. Selbst wenn die Trainer ihn gehasst haben, die Mitspieler haben ihn gemocht, so weißt du. Aber was ist denn das für eine Scheiße mit John Wall, Alter? Dass du einen Dwight Howard äh, rüberbringen musst, um so ein bisschen wieder. Ähm, positives Karma in die äh, ja zu aber Dwight Howard äh, sorgt ja auch gerne noch mal für Probleme <laughs> das ist halt echt so ein bisschen ich weiß ja. nicht ob die sich damit einen Gefallen getan haben ja aber sportlich gesehen ist er ja halt ein Upgrade zu so ja hat. das auf jeden Fall äh, wenn er so ein bisschen Leistung zeigen kann dann äh, haben die sich damit einen Gefallen getan aber das, die Frage ist halt wirklich ob sie sich damit was äh, so die Teamchemie angeht einen Gefallen getan haben ähm, ey, weißt du, mein Highlight ist wirklich. Das ist etwas, äh, das wird so langsam zu einer Tradition bei mir. Jeden Sommer schaue ich mir an, was Dwight Howard so im Fernsehen verkündet, was er an seinem Spiel verbessert ja. hat, bevor er dann getradet ja, ja. wird. <laughs> so weißt du, vor zwei Jahren so, ja, ja, ich arbeite jetzt dran, äh, meinen Dreier irgendwie zu perfektionieren, weil Big Man müssen jetzt mhm. auch werfen können. Ne, und dann äh, wird er aus Atlanta abgeschoben. Und dann diesen Sommer meinte er auch so, ja, ich glaube, besser spät als nie. Langsam sollte ich echt mal an meinem Postgame arbeiten. <laughs> und dann wird er zu dem Wizard ab abgeschoben. Beziehungsweise, nein, der wurde ja, glaube ich, wohin wurde er zuerst getradet und hat den Vertrag dann äh, aufgelöst? Ich weiß es, also er war auf jeden Fall ja bei den Hornets irgendwie noch. Ja, genau, und dann wurde er zu irgendwem getradet und die haben den Vertrag Ja, ich dann weiß auch nicht, wie Ja, aber auf jeden Fall, das ist halt ich sehe schon kommen, dass das nächsten Sommer wieder passiert, ne, aber äh, es sei ihm gegönnt, dass er endlich mal wieder eine starke Saison spielt, weil ganz ehrlich, jetzt, wo LeBron aus dem Osten raus ist, ist eigentlich viel Potenzial für ein bisschen Drama gegeben, ich meine, du hast da zwei mega Megateams mit Boston und Philly, so, ne, aber ich weiß es nicht, also grundsätzlich war Washington nie so weit weg, ich meine, wie dumm, wie dumm muss so echt sein, dass so vielleicht den zweit oder best äh, drittbesten Kader im Osten hattest, aber intern Streit angefangen hast. Was so absurd ist, das ist so dumm, das ist so unnötig, ne? Und wenn sie das jetzt in den Griff bekommen, ganz ehrlich, Washington ist gar nicht so viel schwächer als diese anderen Teams zumindest auf dem Papier. Die haben gute Spieler, die haben halt einen super Backcourt mit Beal und äh, Wall, die haben so Leute wie Kelly Ubro und Otto Porter, die beide nicht schlecht sind. Die haben ähm, jetzt halt einen Center, der was reißen kann, auf jeden Fall. Das ist, ja, die, die haben immer noch einen von den Morris-Zwillingen, was immer Stress ist, aber halt prinzipiell gar nicht so schlecht ist, so einen Typen im Team zu haben. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was die dieses Jahr reißen können. Äh, gibt es denn ein Team, auf, de auf das du wirklich Hype bist im Osten? Ah, wirklich hyped. Also, ich sag mal so: Ich persönlich äh, freue mich am meisten zu sehen, was jetzt Boston ja. mit einem fitten Kyrie und Hayward, äh, und, und Hayward jetzt äh, anstellen wird, weil das ist schon brutal. Also, das wäre auch im Westen brutal. Definitiv. Ähm, ich bin auch gespannt, ob die 76 das so den nächsten Schritt. Gehen können. Also ich bin auf viele Teams gespannt. Ich bin auch gespannt auf die Bugs, nachdem die jetzt so ein bisschen umgebaut haben. Äh, die haben halt, ja, mit Janis und auch so jemanden wie Brockton, der jetzt in der letzten Saison so ein bisschen nachgelassen hat im Gegensatz zu seiner Rookie-Season, aber irgendwie immer noch stabil war. Ähm, ja, die, die haben schon einiges an Leuten da. Die haben halt auch Brooke Lopez jetzt noch dazu geholt, der durchaus ein solider Center ist irgendwie. Ja, aber ich habe Brooke letzte Saison in LA gesehen und der ist ja defensiv ja, wirklich eine Ja, Das stimmt. Aber dafür haben sie ja so ein paar Leute. Also, auch so, ich bin gespannt, ja. ob äh, oder wie sich Thornmaker weiterentwickelt. Ey, Thornmaker ist auch so eine Sache. Der, seine Entwicklung läuft für mich immer irgendwie passiv an mir vorbei, weil ich höre immer von ihm, aber wenn ich dann wirklich mal Bugs spiele, gucke, fällt er mir nie wirklich auf. Der hat auch einen Average von 4,8 Punkten in der letzten Saison gehabt. Also der, der ist ja, halt woher einfach, kommt dieser einfach, weil man das Potenzial so ein bisschen sieht und weil das halt so ein absurd großer langer Typ ist, der auch noch ja, der ist halt 21. Mhm. Ich bin gespannt. Vielleicht schafft er es halt jetzt irgendwie diese Saison wirklich so ein bisschen seinen Durchbruch zu haben. Ich glaube da noch nicht so ganz dran, aber Bugs bin ich gespannt, was die reißen können, weil die haben halt potenziell äh, den, den Spieler, der das Potenzial hat, der beste Spieler in der Liga zu sein. Jetzt mal ohne Spaß. Ich hoffe echt, dass Jannis dieses. Ähm Anthony Davis Schicksal ersparen ja. bleibt. Darauf hätte ich wirklich keinen Bock. Ich meine, da hat Janis halt nochmal Glück, ähm, dass er im Osten spielt. Äh, das heißt, er alleine kann schon mal einen Playoff-Platz auf jeden Fall garantieren. Aber ey, der Typ ist so eine Bestie. Der braucht wirklich. Es wird schon reichen, wenn er einen wirklichen Star neben sich hätte und so. Ich zähle gar nicht sowas wie Eric Bledsoe. Der ist stabil. Den kannst mhm. du im Kader haben oder nicht, so, weißt du. Aber ich will wirklich, dass Janis so ein. Co-Piloten bekommt. Stell dir einfach mal vor, Janis und Anthony Davis. Boah. Wie lustig wäre das denn? Allein, also allein Alter. durch die, die Länge der Arme, so die Spannweite von den beiden kombiniert, wäre sehr, sehr lustig anzugucken. Und durch die, auch dadurch, dass es halt beides so Monster sind, die einfach jedes Spiel an sich reißen können. Und die beide im Prinzip alles können. Das Einzige, was äh, Janis nicht so richtig kann, sind halt Dreier. Und daran arbeitet er ja scheinbar konstant. Das heißt, in dem Moment, in dem Janis es schafft, einen stabilen Drei-Punkte-Wurf sich draus zu schaffen, siehst du gegen den halt kein Licht mehr. Wie willst du den denn dann verteidigen? So, entweder er springt über dich drüber oder er wirft halt irgendwie einen Dreier. Er hat einen relativ hohen Release. Da, kannst, da kommst du halt einfach nicht ran. Er wäre so ein bisschen Kevin Durant auf Steroide. Ja, ja, und so, äh, so äh, Steroide sind ein guter, äh, guter mhm. gutes Stichwort. Er hat sie jetzt wahrscheinlich noch, so, aber oder was? hast du dir mal angeguckt, wie der jetzt aussieht? Der hat ja, halt ja, noch mal ja, richtig ja, Muskeln dazu gemacht. Also es ist, ich weiß nicht, ich glaube, das wird wieder sehr, sehr hart, was der in dieser Saison runterreißt. Weil, weißt du, letzte Saison ist er über seine Gegenspieler wörtlich so drüber gesprungen, Alter. Jetzt weist er sich um. Das ist halt echt, wie willst du den denn jetzt verteidigen? <laughs> wenn der sagt, ich will zum Korb kommen, dann kommt der zum Korb. Ja, den kannst du halt nicht stoppen. Das ist das Ding. Deswegen braucht er endlich, der braucht wirklich äh, einen zweiten Star ja. neben sich. Ich will das sehen. Ich will Janis Karriere nicht verschwendet sehen. Ich meine, jetzt mal ohne Spaß, allein die Tatsache, dass mir ähm, die Bugs entgegengekommen sind, indem sie ihre Scheiß- trikot ja. verbessert haben, ihr Logo aufgebessert haben, weil das war für mich immer so ein K.O.-Kriterium, dieses eklige Grün und Rot. Mhm. Weißt du, nie wirklich äh, cool gewesen. Und jetzt, wo alles wirklich edel aussieht, wo ich wirklich sage, ja, Mann, im Gegensatz zu diesem Clippers-Ding, könnte ich verstehen, wenn Leute sagen, ich werde jetzt so einem Bugs-Fan. Könnte ich absolut verstehen und respektieren. Und deswegen wäre es halt umso schade, wenn ihre beste Ära jemals äh, mit Janis äh, in so einer Durchschnittlichkeit Ja, aber die Bugs würde, also hatten doch... Nicht. Warte, wer war das? Die hatten mal Ray Allen. Die hatten nicht nur Ray Allen, die hatten... Meinst. Welche Legende war das? Verdammt. Warte kurz, das muss ich jetzt nachgucken. Achso, die hatten Karim. Genau, <laughs> Kareem, ja, ich wollte gerade sagen. Die hatten Kareem. Ah, die hatten nur Oscar Robertson. Ja, ja und die hatten irgendwann nochmal Oscar Robertson, aber ich glaube auch eher so gegen Ende seiner Karriere. Ähm... Ja. Also sie hatten schon so ein paar gute Leute, sie hatten sie nur nicht gleichzeitig. <laughs> Wobei gut, Kareem und Oscar <laughs> Robertson haben da zusammengespielt. Was? Das hatte ich irgendwie nicht mehr im Kopf. Krass. Naja, ähm, aber klar, also jetzt gerade... <laughs> wird's halt so ein bisschen Zeit. Äh, Jabari Parker ist auch noch bei nee, denen, oder? Nee, der oder? ist ja jetzt zu so den Bulls. Ah, ja, zu das den war Bulls. die große Story, genau. weil okay, das okay. hat nie so funktioniert mit Janis äh, ja. und Parker. Ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung, den zu traden. Ja, oder? Nee, ich glaube, der ist sogar in der Free Agency gegangen, oder? Ich bin mir nicht mehr. Ich glaube, der ist Free Agent ich, gewesen und dann gegangen. Ich weiß es nicht mehr. Aber das wäre ja eine gute Überleitung zu ja. den Bulls. Wie stehst du denn zu den Bulls? Ist es, ich weiß nicht, was die machen. Ich weiß es echt nicht. Ich verstehe es auch nicht ganz. Bin ich ganz ehrlich. Die haben jetzt: die haben Markenen, die haben Portis, ja. die haben Parker. Mhm. Und die haben äh, Wendell Carter Jr. gedraftet. Das sind vier Power Forwards. So okay. Meinetwegen. Ähm, Markenen kannst du in der erweiterten Theorie vielleicht noch auf Center schieben, aber auch eher nicht. Der ist einfach ein vielversprechender Power, äh, Power Forward. Du kannst Barry Parker auf Small Forward stellen. Das geht. Wobei der, glaube ich, auch so ein bisschen von den Bugs theoretisch weg ist, äh, um weniger. Wobei ich weiß gar nicht, hat er da mehr Small Forward oder Power Forward gespielt? Egal. Äh, ich glaube, das, das ist teilweise ein bisschen ineinander übergegangen. Aber es ist halt so, warum? Warum willst du mit vier Power Forwards, wenn, wenn vier von deinen fünf besten Spielern quasi Power Forwards sind, was willst du da machen? Weil Chris Dunn. Weiß ich nicht, als Point Guard mal sehen. Zack Levine muss endlich mal fit werden und muss sein Spiel überathletisch sein, irgendwie herauskriegen. Ich mag Robin Lopez als Typen wahnsinnig gerne. Ich mag diesen Typen unfassbar gerne. Der ist mir unfassbar sympathisch. Aber der ist jetzt halt auch nicht unfassbar gut. Also, <laughs> ich weiß nicht. Weißt du, was das Ding ist? Das Ding ist. Wenn du mich jetzt fragen würdest, gib mal diesem Team eine Gesamtwertung von 1 bis 100, ne? was würdest du ihnen geben? Dieses Team schreit für mich 76. Ja. So in jeder Kategorie, so. Das ist einfach Durchschnitt. Alles. Es gibt da Durchschnitt mit Markinen und so, ne? Natürlich. Und ich persönlich bin eigentlich immer noch überzeugt, dass Jabari Parker zurückkommen kann und dann auch ein mm. Monster werden könnte. Er muss halt so, fit bleiben. Auf jeden Fall das ist so genau, die Story bei bleiben. fast jedem Spieler in diesem Team. Muss halt mal fit bleiben. Ja, genau. Zack Levine, halt genau dasselbe. Zum Beispiel, da weiß ich fernab der Slam Dunk Contest, weiß ich kaum was über Zack Levine als ja. Spieler, weißt du? Weil der halt entweder verletzt ist oder hier kaum eine wirklich tragende Rolle gespielt hat und so weiter. Und es ist halt so absurd, wie du so eine Weltmarke wie die Bulls hast und da einfach nichts Gescheites hinbekommst. Ich habe im Nachhinein das Gefühl, diese ganze Derek Rose, Joachim Noah, Jimmy Butler-Ära war purer Zufall, dass diese Typen irgendwie in einem Team gelandet sind. Gefühlt ja, und das ist so ein bisschen, die haben halt einen unfassbar jungen Kader irgendwie jetzt. Ich glaube, der Älteste da ist wirklich Omer Ashik mit 32, der einfach mal 11 Millionen macht. Also, <laughs> what the fuck? Jetzt bei den ja, Bulls ja. oder was? Der das ist glaube ich immer noch sein Contract von den äh, Pelicans. Fuck. Ich wollte gerade sagen, Alter, die Tatsache, dass ähm, die Pelicans diesen Vertrag überlebt haben, war schon besonders, aber wenn sie den getradet haben, boah, ich weiß nicht äh, von wem ich jetzt im Nachhinein weniger halte, von den Pelicans, dass sie ihm überhaupt diesen Vertrag angeboten haben oder den Bulls, dass sie es angenommen haben. Ah, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, Omer Ashik ist doch in dem Trade für Mirotic. Äh, Mirotic irgendwie. Oh, rüber. stimmt. Über Mirotic haben wir auch gar nicht genau. geredet. Aber ja, genau. In dem Trade war ja. er dabei. Ähm, aber ich, ich sehe irgendwie nicht, dass die Bulls dieses Jahr irgendwas reißen. Ich glaube, das wird kein. Gutes keine Spieler, Jahr. die ich kenne. Das ja, ist das Problem. Ist so eine Sache. Es ist so. <laughs> Ja, nee, ich glaube, das wird nichts. Und das ist, ich, ich bin im Osten, bin ich mir bei vielen Teams unschlüssig. So bei den Brooklyn Nets weiß ich es halt auch nicht genau. Die sind halt das ultimative: ey, diesen Typen wollte niemand mehr haben, deswegen haben wir ihn genommen, Team. Wo die jetzt zumindest mal einen guten jungen Center haben mit Jared Allen. Ähm, so also D'Angelo Russell ist 22, gut. Ja, und er ist halt ein Scorer, ne? Er macht dir deine 20 Punkte. Ja, yeah. also das kann ja schon. Aber ich weiß nicht genau, was ich von denen halten soll. Also, auf dem Papier haben die halt einen interessanten Kader, aber es sind so Leute, die halt einen Comeback machen müssen aus so einem Kenneth Reed. Überleg mal, wie groß der Hype ein Kenneth Reed von ein, ein paar Jahren war. Ja, wegen den ganzen S äh, Slendern, Ja, aber er war halt auch defensiv ein Beast einfach. Der war gut. Ey, ich sehe. Ja, und jetzt sehe ich so Leute wie. Ey, es. Carol, also dem Mark Carroll ist das nicht eins zu eins Kenneth Reed so jetzt nicht nur wegen des Aussehens <laughs> sondern vom Spielertyp her äh, wenn die jetzt noch irgendwie Jay Crowder dazu holen alter haben sie einfach mal äh, wirklich hier Seto Kaiba dreimal äh, was das mit eins kalt so weißt du das ist einfach dreimal derselbe Typ im Kader ja, ich, also ich weiß nicht genau, was ich von den Nets halten soll und was da am Ende bei rauskommt. Ich bin gespannt. Das ist so scheiß. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es tut mir bei Teams immer noch mehr leid, die potenziell cool sein könnten. Weil ich denke mir so: Brooklyn, geile Trikots, geiles Logo, geile Stadt und so, ne? Äh, halbwegs geiles Franchise, wenn man jetzt die äh, New Jersey-Phase mit dazuzählt. Und trotzdem, ähnlich wie die Bulls, Alter, schaffen die das wirklich in den Sand zu fahren? Ja, aber sie haben es halt dadurch in den Sand gefahren, dass sie alle ihre Picks an die Celtics gegeben haben. Was, was auch immer der Plan ja, da war. Das war also dieses, so, wir kaufen das uns schon mal einfach die Big Three von denen, wir holen uns die und dann funktioniert das jetzt. Mhm. Und das hat halt nicht funktioniert. Und das spüren die bis heute. Und das ist ein richtiges Problem, was die haben. Ähm, und gut, in den nächsten Jahren haben sie dann wieder so ein paar eigene Picks. Das kommt jetzt wieder so langsam. Äh, das heißt, vielleicht passiert da bei denen nochmal was, aber ich glaube auch nicht dieses Jahr. Das gleiche gilt für die Hawks: Die Hawks haben Talent. Die haben mit Trey Young einen Point Guard gedraftet, der interessant sein könnte. Die haben. Ähm, hm. John Collins, der letztes Jahr gut war. Die haben so ein paar andere Leute, die ja vielversprechend sind, auch so ein Torian Prince zum Beispiel. Aber das wird dieses Jahr noch nichts. Aber ah, guck ja. mal, Jerry Melin ist jetzt bei denen. Ja, die haben Kent Bates. Vince Moore. Carter. Vince Carter ist in Atlanta. Das habe ich ja voll verpasst. Ja. Der wird eh für immer und ewig spielen. Justin Anderson ist jetzt auch da, okay. Alex Lennon gerade mal als Talent, Alter. Der ist auch schon. Wie alt ist der? Alex Len ist 25. Hm. Shit, ey. Das sieht auch nicht gut nee. bei ihm aus. Äh, Jeremy Lin aber. Wow. Auch vergessen. Den gibt's ja auch. Ja, den der Sanity. kommt halt in den letzten Jahren ganz gut rum. Irgendwie jedes Jahr ein neues Team. Ist halt ähm. immer noch stabil. Mehr aber auch nicht. Ist halt ein guter Spieler von der ja. Bank. Der hilft also, schon. Also, ich, ich glaube, dass wirklich, die können glücklich sein, wenn Trey Young halbwegs zeigt, dass er seinen Wurf auf den College ja. mitgenommen hat. Ja. Da sehe ich nicht sehr viel, also ich rieche nicht sehr viel runter für die, muss ich ehrlich sagen. Äh, ähnlich wenig halte ich von Orlando. Ja. Weiß nicht, hast du da irgendwas, was die Hoffnung macht? Äh, Ich denke... Dass irgendwie Aaron Gordon nach 100 Jahren endlich mal wirklich durchstartet. Ja, deltartet. halt das Gleiche wie bei so vielen anderen, muss fit bleiben dann könnte das das werden. Ähm, ansonsten, ich bin tatsächlich gespannt auf, äh, wie heißt der? der Center, den Sie geholt haben, gedraftet haben. Der ist halt schon interessant, der ist vielversprechend. Das könnte was werden mit den beiden. Jonathan Isaac hat Talent, aber ich sehe, dass da halt auch noch nicht, dass da irgendwas kommt. Und die haben halt den Timothy Moskow. Vertrag am Hals für 16 Millionen. Du musst immer überlegen, Nikola Vucevic, der echt nicht schlecht ist, verdient 12,7 und Timofey Moskow hat 16 Millionen. Ja, aber hat Vucevic äh, für die Lakers gespielt? Ja, das stimmt. Nein. <laughs> äh, keine Ahnung, also im Nachhinein habe ich auch sehr viel Respekt für Moskow und äh, Louis, Denk, dass sie diese Verträge bei den ja, Lakers ja. bekommen Guter, haben. Guter, also, deren erkennen, Manager ja. haben wir auf jeden Fall alles, alles richtig gemacht. Aber ansonsten sehe ich äh, auch schwarz, was Orlando angeht. Wobei ich sage, ich sehe schwarz für die, aber eigentlich haben die auch nicht so unrealistische Chancen auf den Playoff-Platz. Jeder im oder? Osten hat irgendwie Chancen auf den Playoff-Platz. <laughs> das ist es, das meine ich. <laughs> ich meine, gut. <laughs> äh, gesetzt ist halt, dass die Raptors, die Celtics, die Sixers und wahrscheinlich, ja, ja wahrscheinlich die Bucks okay. irgendwie die ersten vier machen. Genau, und dann die Pacers. Ja, beziehungsweise Pacers mit, äh, können sogar noch über die Bugs. Weil die Pacers sind in ein interessantes Team. Ja, ja. Auf jeden Fall ja. interessant. Das ist so das äh, Revenge-Team. So ein bisschen, ich mal. ja. So Paul, Paul George ist weg oder Depot wurde weggeschickt äh, und ähm, zeigt jetzt, dass er Superstar-Qualitäten haben kann. Äh, haben die noch was Brauchbares im Kader? Miles Turner. Miles Turner. Ist Turner. Super. Ganz ehrlich. My Turn ist super, also da hoffe ich mir auch, dass er jetzt so ein bisschen in den nächsten Schritt Lance geht. Stevenson also. ist jetzt halt weg, also das ist immer... <laughs> ist das aber ein Verlust? Für die ist es nicht. ein Verlust, das ist ja das Geile, er spielt ja nur bei den Pacers gut, bei allen anderen Teams ist er scheiße, aber in den Pacers ist er gut. Das Stimmt. Dafür haben die jetzt Tyreek Evans. So ja, stimmt. Der äh, ist ja eigentlich auch ein ziemlich stabiler Spieler. So äh, hm. Hornets, weiß nicht, ich liebe Kemba Walker. Ich mag den unfassbar gerne. Ja, das same. ist so same. einer der sympathischsten Spieler in dieser Liga und er hat Besseres verdient, als immer nur mit den Hornets spielen zu müssen. Auf jeden Fall. Der hat bestimmt nach. Kyrie und zusammen mit äh, Steph Curry die besten Handles ja. der Liga. Und das ist auch letztes Jahr, als er dann, äh, glaube ich, bester Scorer aller Zeiten bei den Hornets geworden ist, mhm. das Interview nach dem Spiel, da hast du halt auch gesehen, <laughs> wie viel ihm das bedeutet und wie sehr er auch an diesem Team und an dieser Stadt hängt. Das ist einer der loyalsten Typen in dieser Liga. Mag ich sehr, sehr mhm. gerne. Und trotzdem. Und trotzdem kommt so sein Name sehr häufig bei Trade-Gerüchten. Aber fairerweise muss man auch sagen, ja. wer sonst? Weißt du, die haben ja <laughs> Tony zusammen. Parker, naja. <laughs> uh, Nicholas Batum. Weißt du noch, als Nicholas Batum einen Hype hatte? Der war vor da zwei halt Jahren? auch gut. Also, es ist genauso wie Michael Kid Gilchrist. <laughs> Aber der hat sich halt auch als, naja, rausgestellt. Ja, ich ja. weiß nicht. Ich glaube. Nee, ich glaube, bei denen wird das auch nicht so richtig was. Ich sehe da nicht so viel viel Licht am Ende des Tunnels. Ey, wie kann es sein, dass Cody Zeller erst seit fünf Jahren in der Liga ist und ich das Gefühl habe, seine ganze Karri Karriere Vielleicht ist Vielleicht verwechselst du ihn vorbei. mit seinen Brüdern. Das kann gut möglich sein, aber welcher war Cody Zeller? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist halt echt Tyler, <laughs> Cody und es, ich glaube, es gab noch mal kurz einen dritten, oder? Äh, das kann so ein bisschen sein. wie die Familie Holiday. Mhm. Wo auch irgendwie alle irgendwann oh. mal für ein Jahr gespielt haben. Äh, die Cavs Boah, super gespannt. Super gespannt, weil. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Das Ding ist doch, du hast da Kevin Love. Mhm. Du hast George Hill. Du hast, ähm, sag du, Rodney Hood. Du hast die beiden äh, Jungs, die von den Lakers kamen, ne? Larry ähm, Nance Jr. Du? Larry Nance Jr. und äh, John ja. Clarkson. Das ist alles solide. Wenn du, wenn ich sagen würde, dass die Bulls für mich im Durchschnitt so ein 76er Team sind und du mich fragen würdest, was ist denn, was sind die Cavs für dich, dann würde ich sagen, alleine aufgrund von Kevin Love 81er Team, vielleicht 82er Team, weißt du, das ist voll okay. Es ist brav, es ist höflich. Das ist eine, das ist ein angenehmer Haufen. So das kannst du haben und du könntest da theoretisch Stars hinzufügen und es könnte in eine interessante Richtung gehen. Das Problem ist nur, dass kein Star jemals wieder nach Cleveland gehen wird. Ja, das ist äh, ja. LeBron hat das Franchise so ein bisschen zerschossen. Das ist halt echt so <laughs> gut. Der mit Colin Sexton, wer weiß, wie der so spielt. J.D. Osman, mhm. äh, der der ja. Mensch, den alle sympathisch finden und der auch Talent hat, definitiv. Ich bin mal gespannt, wie der dieses Jahr spielt. Ähm, mhm. Tristan Thompson der sich übrigens endlich von Chloe ja. getrennt hat, was heißt der K Der genau. ist aufgelöst. Ja, Kevin Love ist halt super. Also wahnsinnig guter Spieler. Ich glaube, jetzt gerade wenn er wieder mal im Vordergrund steht, könnte es wieder was werden. Oder er knickt dann ein, wer weiß. Äh, aber auch irgendwie. Kalkor Typ der Typ. ist irgendwie auch. Ja, stimmt. Wobei der auch 37 ist. Der macht es auch nicht mehr lange. Ähm. Ja, zum Werfen reicht. Die haben eigentlich eine gute Mischung. Die müssen es halt nur was draus machen. Und die Sache ist halt, Larry Nance Jr. ist jetzt ja auch nicht so schlecht. Und ich glaube, das ist jetzt sein letztes mhm. Jahr, wo er für zwei Millionen spielt. Äh, mhm. Danach kriegt er einen neuen Vertrag und der wird wahrscheinlich auch ein Stück größer. Ja. Wobei er auch nicht so ein großes Stück. Also ich sehe ihn schon so, sowohl von der Klasse als auch Gehaltsklasse unter Julius Rand. Ja, also unter Julius Rand auf jeden Fall. Also, der hat ja auch nur zwei Jahre 18 mhm. Millionen irgendwie abbekommen. Also, Mal sehen. Da wird er auf jeden ja, Fall drin sein. Ähm, ja, also, Cavs könnten die Playoffs schaffen, aber ich <laughs> bin mir auch nicht so sicher. Also, ja, wenn sie wollen, können sie die ja, Playoffs halt im schaffen. Im Osten ist es echt so, so schwer zu sagen, weil jedes Team sich plötzlich als gut oder schlecht rausstellen könnte. Mhm. Detroit. <laughs> Boah, ey. Detroit, Ey. Jetzt mal, das ist so ein frustrierendes Franchise für mich, weil ich mir grundsätzlich denke, die haben so viel Potenzial, haben immer mal wieder Spieler, wo ich mir denke, ja Mann, wenn der noch so ein bisschen Assists so bekommt, so ein paar Stars neben sich, könnte das was werden und dann geben sie den irgendwie ab und die landen dann irgendwie bei OKC oder hast du nicht gesehen und stand jetzt stand jetzt ich äh, mache weiter mit meinen ganzen Zahlenwirber das ist ein 84er Team <laughs> so im Westen im Westen würde das gar nichts heißen aber im Osten müsste das eigentlich für die Top 8 reichen sollte es eigentlich aber dafür müssen halt auch alle fit bleiben und Reggie Jackson war irgendwie immer mal wieder verletzt der ist auch 28 Ey, ich finde den auch irgendwie ein bisschen überbewertet ehrlich gesagt ja, ja, exakt. Sie haben jetzt halt mit Sasa Petrulia wieder einen schönen dreckigen Spieler. So in bester Detroit-Tradition. <laughs> ich check, ey, kann Sasa eigentlich Basketball spielen? Jetzt mal eine ernsthafte Frage, kann er das? Weil Stand jetzt sehe ich kein, verstehe ich nicht, wieso der in der Liga ist und nicht etwa mein <laughs> Vater auf diesem auf die aber mehr nicht. Ja. So, ist halt wirklich so. Ey, guck mal, du hast einen Android-Round, ne? Das ist wirklich eine Rebound-Maschine. Und mittlerweile. Es hat ja noch eine ziemlich gute Quote, was seine Freiwürfe angeht. Und du hast einen Blake Griffin. Das heißt doch. Ich meine, du darfst halt nicht auf Reggie Jackson vertrauen. Das ist das Problem. Die brauchen noch, die brauchen ihren Chris Paul. Habe ich ja. das Gefühl? Definitiv. Wobei dann wären es halt auch wieder nur Clippers of the East und dann. Äh ja, aber Clippers of the East wäre halt im Osten mehr wert als ja, das stimmt. Aber es wird den glaube ich auch nicht so wahnsinnig viel bringen. Weißt du, was gepasst hätte? Ich hau es jetzt raus. Rondo hätte nach Detroit gemisst. Weil das hätte auch zu dem Bad Boys. Das wäre lustig Ding gewesen, das stimmt. Das hätte was. Das hätte was. Ja. Ja, und ich frag mich halt, ob Blake irgendwie an dem kaputt gegangen wäre, <laughs> so eine ganze Saison lang. <laughs> ja, ich weiß auch nicht. Also <laughs> ja, Thomas wäre auch lustig gewesen, einfach wegen des Namens. Achso, ja klar, klar. Aber <laughs> Chapter 2. <zwei. lacht> ähm, Miami. Ja, Miami Das ist das, Guck mal, ganz ehrlich, hat aufs Herz. Miami ist das Problem, da fehlen zwei richtige Spieler. Die Sache ist oder? tatsächlich, sie werden ja jetzt, also es sieht ja ganz gut dafür aus, dass sie ähm, Jimmy Butler bekommen. Wahrscheinlich ja. werden sie an Hassan Whiteside los, aber den wollen sie ja wahrscheinlich eh loswerden. Al allein damit Bam Adebayo spielen kann, weil der hat Talent, den lieben da alle, mhm. würde helfen. Mhm. Und wenn sie das wirklich schaffen, wenn sie jetzt irgendwie Whiteside und äh, keine Ahnung noch irgendwie einen Traden für ähm, Jimmy Butler, dann schaffen die auf jeden Fall die Playoffs. So, die haben immer noch, also ich habe jetzt ne, vorhin oder so noch einen angeblichen Leak gesehen. Die haben dieses Jahr wieder ein mindestens ein Weiß-Jersey, äh, was dieses Mal schwarz mit <laughs> äh, hellblau und pink wird. Und sie haben ja. anscheinend sogar ein komplett pinkes Jersey. Ein weißes. Äh, ein, ein Weiß. Es ist, du sagst also, äh, trust the fashion. Es ist so ein bisschen du. trust the fashion bei den Miami Heat gerade. Die machen zumindest, was Marketing angeht, alles, alles super. Also wirklich, das Miami Weiß äh, ding was die mhm. letzte Saison hatten, war, glaube ich, das beste Jersey der Liga. Ähm, ja. Ansonsten die, Dion Waiters ist eigentlich ein voll stabiler ja, Spieler. Das war ja, der hatte auch diese Phase letztes oder vorletztes Jahr, wo er permanent irgendwie mhm. im, in der Crunch-Time Würfe verwandelt hat. Und dann irgendwie permanent Dreier verwandelt hat. Dwayne Wade kriegst du halt auch noch was raus. Seine letzte Saison oh. hat er ja schon angekündigt. Ey, kann ich mal sagen, dass ich im Nachhinein schon ein bisschen enttäuscht von der Entwicklung von Dragic. Ähm, ja, auf bin. jeden Fall. Ist halt auch schon 32 also, da, mittlerweile. Da dachte ich echt, dass da mehr. Judonis Haslim ist halt immer noch da. Du musst nur überlegen, wo ist der geboren? In Florida. In Miami sogar. Wo ist der zum College gegangen? Florida. Wo spielt er seine ganze Karriere? Miami. Wahnsinn, ey. Hat der überhaupt gespielt? In ich der weiß Saison? es nicht. Nee, der, der oh. hat ein Average von 0,6 Punkten, 0,7 Rebounds und 0,1 Block. Ja, ja, ich sehe es. Der grade. hat in 14 Wahnsinn. Spielen gespielt. Fünf Minuten pro Spiel ungefähr. Das ist so. Fuck, wie hießen der? Die Lakers hatten mal auch so einen, den wir einfach nicht wegbekommen haben, aber den jeder geliebt hat. Äh, Sacre, hieß der so? Ja, ja. Schon, ja. Das, das war so ein äh, glatzköpfiger Center, ein bisschen mhm. hellhäutiger. Äh, den haben auch alle geliebt, weil er so schlecht war, weißt du, das war sympathisch ja. schlecht. Ja, aber Jodonis Haslam kannst du da halt auch nicht wegholen. Der den behältst dann halt für sein Minimum auf der Bank und äh, der spielt dann nicht, aber der beendet da halt auch seine Karriere. Guck mal, New York, New York, okay, <laughs> schwierig. Ähm, also, äh, Porzingis ist ja wahrscheinlich noch äh, mindestens äh, bis Anfang 2019 noch aus. Yeah. Ähm, das wird also nichts mehr. Und anscheinend wollen die ja auch so ein bisschen ähm, Cap Space für den nächsten Sommer vorbereiten, um einen Star zumindest zu holen. Und was ich hier gerade sehe, ich sehe. Ennis Kunter, ich sehe Tim Hardaway Jr., ich sehe Mario Hesonia, ähm, Courtney Lee, äh, Emmanuel Moody, Joachim Noah, der immer noch unter Vertrag ist, aber Gott weiß, ob er tatsächlich spielen wird. Äh, Frank äh, Ent wie, wie spricht Nelikina. man aus? Kina, genau. Ähm. Ah, Noah Wondey. Das ist so schlecht alles. <laughs> Wieso? Ist, sind die so schlecht? Es ist. <laughs> Für Frank Nilikina habe ich noch Hoffnung. Echt? Der, der hat ja gar nichts wurftechnisch drauf gehabt. Aber ich habe Hoffnung. Der ist halt auch 20 und du hast so ein bisschen was gesehen. Der hatte keine gute Saison, aber ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass er es irgendwie noch rumreißt und das schafft und dass er Talent hat. Das gleiche gilt jetzt für Kevin Knox. Ich weiß auch nicht, mhm. was ich von dem halten soll. Der war jetzt wohl in der Summer League ganz gut, aber. Ah. Ey, sind, jetzt mal ganz ehrlich, sind Tim Hardaway Jr. und Emmanuel Moody nicht derselbe Spielertyp. Also über Tim Hardaway Jr. springt halt Janis drüber. Das ist gleich so alles, ja. was man über ihn sagen kann. So jemand wie Trey Burke <laughs> hatte mal Potenzial, da gab's ja, das war ja in, bei den Utah Jazz, so dieses eine Jahr, wo sie diesen Burke-Burks-Backcourt ja. hatten. Mit Burke als äh, Point Guard und Burks als Shooting Guard, was auch gar nicht so schlecht aussah, aber dann auch nicht so richtig funktioniert hat. Und die Jazz stehen jetzt deutlich besser da. Ähm, Und Ron Baker sieht einfach wie ein <laughs> ja, ja, Ron Tester Baker aus. sieht nicht wie ein Basketballspieler aus. Er sieht vor allem auch nicht aus wie ein Mensch, der äh, 2018 lebt. Der sieht ja, ja, eher so nach Mitte der 2000er aus. Also es ist, nee, dieses Team hat fast nichts. Das Beste, was dieses Team hat, ist mit Abstand Porzingis. <laughs> Capspace. Ja, Porzingis. So, okay. Dann Capspace <laughs> und dann vielleicht Kevin. Äh, ja, Enes Kanter, gut. Und dann Kevin Knox wahrscheinlich. Mehr haben die aktuell nicht. Und äh, hm. die werden nächstes Jahr einen guten Pick haben. <laughs> Super. Ja. Ich meine, es sagt schon viel über den Team aus, wenn Enes Kanter der Anführer ja. geworden ist. Ja, auf jeden Fall. So, Wir haben uns. Das ist so. Das ist das ist Fußball-Äquivalent von. Stell vor, ähm, beim BVB würde Rüdiger Kauf spielen und der würde irgendwann die Schnauze. Ja. Das ist en das Ennis Kanter in New York. Wir haben auch total <laughs> vergessen, im äh, Westen über Steven Adams ja. zu reden. Oh! Weil ich oh, liebe klar, Steven Adams. Ich mag diesen Typen so gerne. Allein, also, der Typ sieht halt einfach geil aus. So mit dem <laughs> Schnurrbart und äh, den langen Haaren und den Tattoos und so. Vor allem auch wieder sich ver verändert hat. Hast du mal gesehen, wie der am Anfang ja, ja. seiner Karriere aussah? Der, der, der hat sich quasi so ein bisschen von Superman zu Aquaman so ein bisschen, entwickelt. Ja. Er ist wahrscheinlich einer der toughesten Spieler in der Liga. Aber er ist einer der ruhigsten. Und er ist auch ein harter Spieler. Der spielt mit ordentlich Körpereinsatz. Aber das ist einer der ruhigsten Spieler der Liga. Wenn es irgendwo einen Fight gibt im Spiel, dann ist er der Typ, der alle voneinander trennt. Und das mag ich an ihm super gerne. Und das hat wohl auch so ein bisschen, das ist wohl so ein bisschen in seiner Biografie begründet, dass er irgendwie, äh, hört sich absurd an, aber wohl in Neuseeland eine Zeit lang mit einer Gang abgehangen hat und so und da dann irgendwann von seinem Bruder so ein bisschen den Kopf gewaschen bekommen hat. Aber, ähm, ja, ich, ich finde halt, ich mag den wahnsinnig gerne und der ist halt auch einfach gut. Ja, so generell, okay, sie, ich meine, die haben ja auch wirklich Glück damit, dass sie den gedraftet ja. haben und sich äh, wirklich niemals wirklich mit so einem Big-Man-Problem äh, äh, irgendwie beschäftigen mussten. Das Ding ist halt, er wird halt nie ein krasser Center sein, solange Westbrook ja. auf dem Trip ist, dass er wieder ein Triple-Double genau. holen will. Weil die Rebounds verliert er halt. So generell, Russ, so meinst du, wieder Monster-Saison? Ja, ich meine, gibt ja nichts anderes bei den Thunder auf gewisse Weise. Ja. Und es traut sich da auch niemand irgendwie, sich gegen Russ zu stellen. Völlig zu Recht. Ich frag mich halt wirklich, was in seinem Kopf vorgeht, ob er wirklich dran denkt, dass er es alleine schaffen kann. Ja, ich weiß Wahrscheinlich, nicht, ich glaube, er ist oder? einfach nur sehr wütend und er will einfach spielen und irgendwie ist es ihm mittlerweile auch egal, was passiert. So, solange er sein, seine Triple-Double- Season bekommt, äh, ja, ist er, glaube ich, zufrieden aktuell. Das ist halt das Komische. Ich habe das Gefühl, obwohl es von Jahr zu Jahr unrealistisch erscheint, dass sich jedes Jahr James Harden krass verbessert, aber trotzdem alle über Russell Westbrook ja, reden. Ja, ähm, Aber ich weiß auch nicht, also die Thunder können so eigentlich, wenn es jetzt so weitergeht, auch noch ein, zwei Jahre machen. Und dann müssen sie sich mal was überlegen. So generell, was glaubst du so Richtung MVP? So wer wird seine Redemption Arc haben diese Saison? <laughs> Uh, ich weiß es nicht. Also, irgendwie habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass Anthony Davis eine gute Chance hat. Ähm, wobei da dann halt auch die müssten noch so ein bisschen erfolgreicher werden. Dann hat er super gute Chancen. Das gleiche gilt irgendwie so ein bisschen für Janis. Ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich Kyrie eine unfassbar gute Saison im Osten spielt und dann da im Rennen ist. Ähm Meinst du? Guck mal, das Ding bei Kyrie ist, ich habe das Gefühl, dem ist eigentlich Echt, egal, ist was egal. Das sein Team irgendwie genau Hauptsache, der hat so, er, er haut sein, holt seinen Vertrag irgendwie raus, weißt du? Ich will ihm nicht unterstellen, dass er das Spiel nicht mag oder so, weil dafür ist er zu talentiert, als dass er es nicht mögen könnte. Aber ich habe das Gefühl, ich, mir fehlt so ein Verbindungsglied zwischen seiner Persönlichkeit und seiner Funktion in einem Team. Weil es gibt ja so. Das Muster Leading by Example. Sei einfach gut und alle anderen werden dir folgen. Das ist ja so ein bisschen diese Westbrook-Schiene und so. Aber bei Kyrie denke ich mir eigentlich, was genau, wie führt er denn dieses Team an? Ich meine, er ist ja auch selber mega jung. Der hat halt seine Highlight-Reels mit seinen Dribblings und so weiter. Aber so ein krasser Scorer war er jetzt letzte Saison auch nicht. Und da hat er halt. Ziemlich viele Spiele gemacht, so weißt du. Was, was ist seine Rolle in diesem Team gerade in Boston? Das verstehe ich nicht. Er ist mich. halt schon irgendwie, wenn er fit ist, der Number One Guy, weil der einfach gut ist. Da kannst du. Weil, mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, wo ich mir denke, das wird eigentlich mehr und mehr zu Jalen Browns Team. Ja, zu Jalen Browns, vielleicht sogar zu Jason Tatums Team, auf jeden Fall. so Die kommen danach, aber ich weiß auch nicht, ob ob Kyrie das dann so unfassbar wichtig ist. also ich weiß auch nicht ob es ihm so unfassbar wichtig wäre jetzt irgendwie noch mal MVP zu werden oder so. Ich glaube tatsächlich mhm. und da bestätigt sich dann wieder dieses die Boston Celtics sind die Spurs im Osten Ding dass die aktuell mhm. so ein Team haben, wo sich alle mit ihrer Rolle abfinden eigentlich, die eine gute Mischung haben, die halt auch L Horford haben, der super ist nicht nur als Spieler, sondern auch wieder so ein Typ, der einfach unfassbar sympathisch rüberkommt. Ähm ja, ich, ich, ich weiß gar nicht. Also Kyrie finde ich auch so ein bisschen schwer einzuschätzen. Äh, ich bin gespannt, wie er jetzt die Saison ist. Ich bin gespannt wie ähm, Hayward spielt. Ich bin eh gespannt, wie die sich weiterentwickeln, weil wenn die Celtics, wenn da alle Leute fit bleiben, sind die, definitiv noch besser als die Sixers. Auch wenn ja, die Sixers ja, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit jetzt noch einen Schritt machen werden und vielleicht mhm. schafft es ja sogar Markel Fultz irgendwie mal was zustande zu bringen so. Also also ich habe ich hab mittlerweile gesehen, dass er seinen abnormalen Wurf wieder abtrainiert hat. Ja, das war halt die merkwürdigste Geschichte des letzten Jahres. Ja, dass der Typ sich einen neuen Wurf antrainiert hat, obwohl er ein guter Shooter ja. am College war, das war absurd. Aber ähm, haben die einen, einen krassen Typen eigentlich dazu bekommen, diesen ähm, Ich guck gerade. Ich, ich glaube, Cyrus Smith also war ja der Typ, den sie gedraftet haben oder für den sie ihn getradet genau. haben. Der, es ist halt praktisch, dass sie einen Shooting Guard jetzt tatsächlich mal gedraftet haben. Weil äh, das so die Position war, wo es noch ein bisschen gefehlt hat. JJ Reddick ist gut, aber der ist halt auch schon alt und der macht auch nicht viel mehr als Dreierwerfen. Ähm, das heißt, hm. der wird es denen helfen, wenn sie da auch noch einen richtig guten Typen haben. Sie haben halt. Sie haben halt einfach so viel Talent. Joel Embiid und fucking Ben Simmons. Du sagst so viel Talent, aber ich habe gerade gesehen, dass die Anthony Brown. In der ja, kader gut. Haben. Die haben auch im mecca oke form <laughs> kader und Mike Muscala. Aber. Fuck. Fuck, ich dachte, die sind schon längst alle raus aus der Liga. Äh, aber ja, äh, natürlich Joel Embiid, äh, wenn der jetzt wirklich endlich mal 80 Spiele die Saison äh, machen kann. Und äh, Ben Simmons, der die Wut hat, dass er quasi letzte Saison, obwohl er Rookie of the Year bekommen hat, irgendwie krass unterschätzt wurde, seiner mm. Meinung nach. Ah, da könnte tatsächlich was gehen. Ähm. Ich bin generell gespannt. Also, das Ding ist ja, eigentlich müsste ja Boston in der Favoritenrolle sein, weil sie einfach mehr Masse haben an guten Spielern. Ja. Also, ich würde sagen, die sind so ähm, Philadelphia so drei Spieler voraus, was so äh, Starter-Qualität so angeht. Aber die, also hier Philadelphia, die haben so die Wut der Jugend, so weißt du? Joel Embiid hält sich für den Geilsten, Ben Simmons hält sich für den Geilsten und. Ich persönlich habe kein Problem so mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen, wenn es auch so ein bisschen arrogant rüberkommen könnte. Solange ich am Ende gute Leistung sehe. Und dem traue ich das eigentlich zu. Deswegen fände ich wirklich diese Konstellation. Die zwei, also so Kobe Shack-mäßige, wobei Ben Simmons ist eher Magic Johnson, also eher Kareem Magic, die zwei. Gegen dieses Monster-Team aus dem Osten, äh, Boston, und dann später gegen die Warriors. Das wäre interessant. Vor allem die Sixers haben halt auch Tiefe. So, Ich meine, Robert Covington ist auch kein schlechter Spieler. Die haben jetzt noch Wilson hm. Chandler, der auf jeden Fall von der Bank aus dann auch noch was dazu beisteuern kann. Ähm, Darius Haric ist jetzt auch nicht schlecht. Also, die haben da gerade im Frontcourt schon einiges zu bieten. Es fehlt für mich halt wirklich so ein bisschen im Backcourt, wobei gut Point Guard, wenn äh, wenn Fulz es diese Saison hinkriegt, haben sie Fultz und McConnell. Die das ja, es wird super interessant so Sixers gegen Celtics und und das ist dann ja das andere große Team noch im Osten, die Raptors. Mhm. Fuck, ich hab Kawhi vergessen. Genau. Dabei, äh, dabei jagt mich seine Lache immer noch. <laughs> so. Okay, ähm, also Toronto ist doch eigentlich dasselbe Team wie die letzte Song, dass sie The Rosen mit Kawhi ersetzt haben, oder? Im Prinzip schon, ja. Sie haben es halt Kawhi und Danny Green und ansonsten ist da nicht viel passiert, außer dass halt The Rosen weg ist. Ich find's halt komisch, dass sie überhaupt diesen Trade gemacht haben. Wobei. Die Logik wahrscheinlich war, wenn du einen Typen wie Kawhi bekommen kannst, dann machst du es auch, selbst wenn es nur für ein Jahr ist. Ähm, ja, also gemessen daran, dass dieses Team in vermeintlich Schlechter letztes Jahr die Nummer 1 im Osten war, bis die Playoffs gestartet sind, sollte man doch meinen, dass die so ein bisschen in der Favoritenrolle sind und trotzdem redet jeder über die nur so ein dritter oder vierter Spieler. Weil Stelle. aber über die Raptors auch in der Zeit, als sie jedes Jahr im Prinzip erster geworden sind im Osten, niemand wirklich geredet hat. Ja, aber auch wieso? Weißt du, LeBron hat die trotzdem alle abgezogen. Also, warum überhaupt die Zeit verschwenden Ja, es ist so ein bisschen, ich bin super gespannt, wie die jetzt dieses Jahr sind, weil die haben mhm. diesen ganzen Pool an jungen Spielern, die von der Bank kommen können so Siakim, Van Vliet und so weiter und so fort. Die alle was können. OG and Obi. Die haben massenhaft Talent und vor allem viel junge Spieler, die von der Bank kommen können und von da Leistung zeigen können. Und die haben halt Kawhi, Kyle Lowry und ich weiß nicht, ob deren Hoffnung so ein bisschen ist gut. Mit Kawhi haben wir Upgrade über die Rosen und vor allem den Typen, der auch in den Playoffs gut spielt. Weil das war ja immer das Problem von den Raptors. In der Regular Season waren die immer eines der besten Teams der Liga. Also übergreifend, auch wenn du den Westen mit einbeziehst. Aber in den Playoffs sind die halt auseinandergefallen. Da waren die einfach schlecht. So. Und. Äh. Also, wenn, wenn, wenn Kawhi echt zeigt. Dass er so gut ist, dass er sich gegen Boston oder äh, Philly in der Playoff-Runde durchsetzen kann, dann muss ich sagen: Boah, dann hat er ganz schön Leverage, was nächste Saison angeht, wenn seine Free Agency. Und da ist dann wieder das Interessante die 76ers haben Cap Space Und stell dir mal vor, die 76ers mit Kawhi, das wäre halt schon etwas absurd. Das wäre absurd, aber da denke ich mir auch, Kawhi ist so komisch, dass er wirklich wahrscheinlich lieber zu den Clippers gehen würde. Das kann sehr gut sein, ja. Aus dem Typen wird einfach keiner schlau, Alter. Das muss so frustrierend sein, so der Manager in dem Team zu sein, wo der spielt. Ja, es ist auch... Ich mochte Kawhi immer super gerne. Ich fand ihn auch irgendwie sehr sympathisch. Ich mochte auch dieses, er hält einfach die Fresse und spielt unglaublich, äh, ja. dieses Silent Assassin Ding. Aber mhm. irgendwie die Art und Weise, wie er diese San Antonio Situation da gehandelt hat, fand ich merkwürdig. Ja, es ist halt, es ist so, als gäbe es zwei krise, so, weißt du, den Typen, den man im Fernsehen sieht, der wirklich creepy ist, wenn er lacht. Und der Typ, von dem man halt die ganze Zeit während der Verhandlungen hört. Ist halt strange. Aber äh, leistungstechnisch bestünde für mich zumindest kein Zweifel daran, dass er hinter Durant und LeBron eigentlich die Nummer 3 ist. Ich meine, es gibt ja Leute, die sogar gesagt haben, er wäre der zweitbeste Spieler der Liga. Äh, was man auf jeden Fall debattieren mhm. kann. Aber grundsätzlich ist das ein Top 3 Dude so. Wenn der mit seiner Klaue tatsächlich mal äh, Fahrt gewinnt und wirklich Full-Out, so wirklich All-Out geht, ähm, dann ist eigentlich mit Toronto zu rechnen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, ähm, dass die immer so ein bisschen äh, übergangen werden, was der, so das Prestige des Ostens angeht, weil ich habe das Gefühl, die sind einfach da. Weißt also du, für den Osten, für das Prestige sind nur Philly und Boston verantwortlich. Und wenn noch ein bisschen New York, selbst wenn die, überleg mal, über New York wird genauso oft geredet wie über Toronto. Yeah. So, das sagt alles über beide Teams. Ja, das ist tatsächlich. Es <laughs> ist schon krass. <laughs> ja, ja, ich bin, ich bin einfach ja. gespannt, was äh, Kawhi bei den Raptors reißen kann und wie die Raptors dann am Ende dastehen. Mhm. Weil sie haben dieses Potenzial, mhm. es könnte super gut werden, es könnte aber auch sehr, sehr traurig irgendwie enden und sie crashen dann wieder in der ersten Runde <laughs> der Playoffs oder so. So, grundsätzlich. So, um das vielleicht noch ein bisschen abzurunden für den ganzen Cast und so. Was ist denn dein Wunschszenario, was diese Saison passieren soll, gerade Richtung Ende? Was wünschst du dir von dieser Saison? Was würdest du ich gerne Ich wünsche mir viele Memes von den Lakers. <laughs> das wird auf jeden Fall Ich hoffe, kommen. dass äh, so Leute wie Janis und Anthony Davis. Wieder eine krasse Saison spielen, dass vielleicht Janis sogar noch den nächsten mhm. Schritt geht. Weil bei ihm ist ja das Absurde, dass man immer das Gefühl hat, dass da noch viel mehr Potenzial ist. Ähm, mhm. Und ansonsten, ja, ich hoffe halt wirklich, dass die Jazz das richtig weit bringen. Ich hoffe mhm. fast so ein bisschen, dass du am Ende Western Conference Finals äh, Jazz gegen Warriors hast. Könnte ich mitleben, also mein Ding ist, äh, wir müssen, also die Lakers müssen in die Playoffs ja. kommen, so alles andere wäre eine Katastrophe. Und Runde 1 muss auch bewältigt sein. So ab Runde 2 sage ich ganz alles ehrlich, Denke ich, ja, so wäre ich überrascht, wenn wir es nicht gegen Houston schaffen. Eher nicht, weißt du? Bei sowas wie OKC, 50-50, äh, weißt du? Aber ich könnte schon je nach äh, Turnierbaum damit leben, wenn das Conference-Final tatsächlich Pewter ähm, gegen ähm, Golden, State, äh, Golden State wäre, weil ich ganz ehrlich, ich will, ich gönne es ihm einfach, ich will, dass Donovan Mitchell wirklich ein Monster wird. Ich will, dass er ein Superstar yeah. wird. Und dafür ist es auch ein bisschen notwendig, dass er auch äh, relativ weit in den Playoffs kommt, weil das auch die Chance erhöhen könnte. Ich weiß es gar nicht. Ist Utah so ein attraktiver Markt, dass man auch sagen könnte, ey, vielleicht geht irgendein krasser Free-Agent irgendwann Bei Utah gab es ja auch mal Gerüchte, dass die eventuell äh, umziehen. Das fände ich wieder ja. komisch. Ich meine, die haben ja schon eine gewisse Tradition. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, die Gerüchte gab es auch bei den Bucks, aber es war auch so ein bisschen, bevor Janis dann zum Superstar geworden ist. Exakt, exakt, da hätte ich sogar verstanden, mm. ehrlich gesagt, weil die Bugs. Wobei die halt die auch Tradition sind. haben. Also es ist so ein bisschen schwierig. Es gibt aktuell kein Team, wo ich mir so 100% vorstellen könnte, gut, die äh, relocaten jetzt und gehen. Ja, wahrscheinlich wäre es ein Team, Doch, Team im Westen, also, was dann nach Seattle gehen würde. Ja, wahrscheinlich äh, die Clippers oder Memphis. Ja, wobei Memphis weiß ich auch nicht so richtig. Vielleicht, ich könnte es mir fast noch vorstellen, dass einfach die... Äh, Thunder zurückgehen. Boah, ist halt die Frage, <laughs> ob du das noch... Ja, ich fandst. weiß es halt auch nicht. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass die jetzt so krass gesettelt sind und dass die... dass es so ist. Ja, die sind untrennbar vereint quasi. Naja, muss man mal sehen. Ich bin tatsächlich mhm. gespannt, wie das dann läuft. Ähm, ansonsten ja. hoffe ich einfach, und ich will das aus diversen mhm. Gründen, dass bei den Warriors alle fit bleiben das ganze Jahr über und dass Boogie fit und gut zurückkommt. Weil es wird wahrscheinlich das, ein, das einzige Jahr sein, wo wir sowas sehen. Weil mhm. Boogie wird wahrscheinlich nächste ja. Saison einen Ring haben und dann irgendwo für das Maximum unterschreiben. Aber, und ich will, dass dieses Team komplett fit ist und werden, sagen wir, Boogie kommt im Januar wieder, das werden so Ungefähr die Hälfte der Saison, ein bisschen mehr sogar noch haben, wo die Warriors einfach mit diesen fünf Startern spielen. Ich muss sagen, so sehr ich mir eine Meisterschaft für uns wünsche, ich will eigentlich aber auch wirklich ein Top-Team in Top-Verfassung sehen. Und ganz ehrlich, sehr, guck mal, ich stelle folgende Theorie auf: Wenn LeBron es schaffen würde, das Top-besetzte Golden State zu besiegen, und dann trotzdem die Finals verlieren würde gegen Boston oder sowas. Es wäre egal, würde ja. Das trotzdem seine, es wäre egal, seine Legende wäre gesichert. Weil so, er ist dann der Goat, wenn er es schafft, dieses Team rauszukicken in Bestbesetzung. Das wäre schon krass, auf jeden Fall. Äh, aber ihr, äh, hier, unsere Zuhörer dürfen ja gerne auch gerne mitteilen, was sie sich von der aktuellen NBA-Saison wünschen. Ich hoffe, der Cast äh, kommt tatsächlich äh, vor dem Start der Liga raus. Das sollte ich noch irgendwie hinbekommen. Äh, ansonsten, äh, wenn von deiner Seite nichts mehr wäre, würde ich sagen, wir können uns dann so verabschieden. Ja, wobei, lass uns noch mal einmal kurz die Runde machen äh, und die Awards hm? picken. Ah, okay, können äh, wir gerne machen. Ja. Prognose: Pass auf, pass auf. Äh, MVP steht für mich persönlich fest. LeBron wird diese Saison MVP. Steht für mich absolut fest, weil. Das Ding ist, LeBron würde es grundsätzlich in jeder Saison verdienen, in der er spielt, weil er halt immer krass ist. Ich meine, letzte Saison war das lächerlichste an Statistiken was du bei so einem 33-Jährigen überhaupt jemals gesehen hast. Und dieses Mal wird er es im Westen zeigen, bei einem völlig neuen Team und endgültig beweisen, gerade zumal er diesmal im Gegensatz zur Cleveland-Situation und Miami-Situation nicht den Umstand hat, dass er einen zweiten großen Star neben sich hat. Das heißt, spätestens jetzt kann mir keiner damit kommen, dass LeBron nicht der MVP dieser Liga ist. Ja, Wie LeBron ist aber auch gerade nicht im... Jetzt-Gewinnen-Mindset. Das heißt, er wird sich wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten. Der wird äh, auch die jungen Spieler so ein bisschen mehr spielen lassen quasi. Äh, dementsprechend ja. werden seine Nummern runtergehen und ich sehe halt wirklich so ein bisschen, wenn die Pelicans genug gewinnen, wird Anthony Davis. Ähm, Ey, das, das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, weil die Pelicans wahrscheinlich nicht genau, das gut ist genug das Problem. sein werden. Genau, das ist das, das große Problem. Schaut. Das gleiche gilt halt so ein bisschen für Janis und die Bugs. Uh, und ja. ansonsten sehe ich eigentlich auch nur noch LeBron, selbst wenn der schlechtere Nummern hat, weil glaube ich alle einfach so wären gut. Es war auch in den letzten Jahren verdient, dass so Leute wie Steph und äh, Westbrook und Harden irgendwie was gewonnen haben. Aber es ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, okay, es wird mal wieder Zeit für LeBron. Wenn seine Nummern jetzt nicht dramatisch runtergehen, dann wird es wahrscheinlich LeBron werden, ja. Uh, allein schon, damit er mal gefühlt für jedes Team, bei dem er gespielt hat, einen MVP gewonnen hat. Hat er dann. Hätte er dann, glaube ich, sogar, oder? Genau. Glaub, ich glaube, für die Cavs schon. hat er irgendwann auch mal MVP gewonnen. Ähm, ja. Dann Rookie of the Year. Also von denen, die ich auch tatsächlich kenne ähm, Ich bin fast geneigt. Ich will eigentlich Aiden sagen, weil er wahrscheinlich als einziger wirklich Stamm spielen wird und regelmäßig spielen wird und sich beweisen können wird. Aber irgendwie habe ich bei dem krasse Jalil okafor Vibes. <laughs> also wirklich heftige, deswegen. Ähm, Trey Young wäre schon eine positive Überraschung, ja. irgendwie. Oder Do Ich sag ja, Doncic ist doch zu früh. Wen hast du auf dem Ich habe halt auch natürlich Doncic im Kopf. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das eine krasse Überraschung wird, so jemand wie Jaron Jackson, der halt bei den Grizzlies ja. auch viel spielen wird. Aber bei dem weiß ich nicht, ob der weit genug ist. Ja. Ich sag mal. Ja, doch. Ich, weißt du was? Ich sage Aiden, aber ich hoffe auf Trey Young. Ja, also Aiden könnte ich mir auch noch vorstellen. Trey Young wird halt freie Hand bei den Hawks haben, weil die haben ja nichts. Ja. Äh, dementsprechend hat er auch gar nicht so schlechte Chancen, das stimmt. So Most Improved Player. Schwierig, ich wollte mm. ja Murray nehmen, aber dadurch, mm. dass er raus ist, könnte es gefühlt jeder werden. Ich überlege gerade, ob irgendwer gerade zum Team gewechselt ist. Ja, aber ist, vielleicht jemand wie Jamal ja. Murray, wenn der jetzt wirklich den nächsten Schritt macht. Ja, ey, ohne Spaß, wenn Most Improved Player am Ende Michael Beasley ist, ne, haben wir alles richtig <laughs> gemacht. Das wäre aber auch sehr cool, <laughs> hätte ich auch kein Problem mit, ja. einfach weil es lustig wäre. Ja, ja, ich gehe mit Michael Beast in dem Fall, das okay. ist mein Wunsch. <lacht> <lacht> okay, Defensive Player of the Year. Um. Ähm, ganz ehrlich, wenn Anthony Davis wirklich auf ich will MVP werden-Modus geht, dann geht eigentlich kaum ein Ja, geht dann er ja wahrscheinlich irgendwie vier Blocks und drei Steals und 20 Rebounds so gefühlt. Es ist... Äh, das ist nicht mal unrealistisch. Das ist, das ist ja das krasse. Bei ihm ist es halt echt nicht unrealistisch. Also gut, sagen wir nicht 20, aber so 16 Rebounds wahrscheinlich. Ähm, der hat eine Chance. Ja, ja. Kawhi hat theoretisch halt auch immer eine Chance. Draymond mhm. Green müsste es eigentlich auch mal gewinnen, wenn wir ehrlich sein sind. Hat er das jemals gewonnen? Ja, aber das Ding ist... Äh, ich glaube nur einmal. Also er hat es maximal einmal gewonnen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. In der ersten Meistersaison, glaube ich, war es. Und das Ding ist halt bei Draymond. Ja, ich würde es verstehen. Und ja, er ist wichtig für sein Team. Aber ich denke mir auch, das, was du gerade gesagt hast, Kawhi ist die bessere Version von ihm. Ja, naja, ich finde die Man kann die gar nicht so wirklich gut vergleichen, weil die sind halt irgendwie schon noch mal anders. Okay, er ist 2017 Defensive Player of the Year gewesen. Ähm, okay. Die, die sind defensiv halt ebenbürtig. Klar, irgendwie äh, Kawhi ist dann offensiv, was Scoring angeht, besser und Draymond kann vielleicht noch ein bisschen besser passen. Ähm Aber so Draymond kann man sich immer vorstellen und theoretisch halt auch wirklich so ein Rudy Gobert. Ich meine, der reboundet halt auch wie ein Verrückter und holt sich seine Blocks. Von daher könnte auch sein, dass der sowas nochmal macht. Wobei, gut, mhm. das Ding ist, er wird halt. Ich weiß nicht, ob es dann bei ihm ein Vorteil oder ein Nachteil ist, dass das Team, bei dem er ist, eh defensiv sehr stark ist. Ja, aber das Ding ist, guck mal, das ist ja auch so ein bisschen so seine Stärke, würde ich sagen, bei Draymond, ähm, dass er eigentlich jedes Jahr so ein bisschen immer äh, abgeschlagen wirkt. Weißt du, von mir. das ist die Saison, wo er jetzt wieder äh, zur Normalität zurückfindet. Aber der Typ kommt so sehr über sein eigenes Ego dass er, du weißt, der klammert sich wirklich an dieses <laughs> Franchise. Den kannst du nicht wegbekommen, weißt du? Du wartest, glaube ich, so als GM nur drauf, der muss nur eine schlechte Saison spielen, dann schicken wir ihn weg und dann holen wir ein richtig Gutes. Aber das bringt er nicht und dann hast du auch kein Argument. Vor allem Draymond Green ist halt wirklich so. der Spieler, der genau das macht, was man gerade von ihm braucht. Exakt. Er genau, er macht Ex halt Arbeit. wirklich die Drecksarbeit und, und er macht immer genau das, was gerade von ihm verlangt wird. Wir brauchen irgendwie gerade jemanden, der in der Defense irgendwie den Center guardet, weil, keine Ahnung, Jordan Bell heute nicht seinen besten Tag hat. Gut, packt Raymond auf die Fünf. Okay, mhm. und weißt du was? Auch wenn er irgendwie gerade die Fünf äh, irgendwie verteidigt, kann er halt immer noch an den Perimeter gehen und da alle möglichen Leute verteidigen. Also es ist ja auch so dieses krasse, es gibt sehr, sehr coole Videos, wo man mal sieht, wie der sich in der Defense bewegt, weil er läuft halt permanent, er ist immer da, wenn irgendwo äh, und, und stellt irgendwie Passwege zu, ähm, gibt auch noch allen anderen Anweisungen, wo sie sich jetzt bitte kurz hinstellen sollen und so. Das ist schon krass. Mhm. Also es ist auf jeden Fall einer der besten defensiven Spieler, die man aktuell in der Liga hat. Von daher kann ich mir auch vorstellen, wenn der ein gutes Jahr hat, dann könnte der auch nochmal äh, Defensive Player of the Year werden. Um, ja. Sixth Man of the Year. Sixth Man, um. <laughs> Auch da gehe ich mit Michael Beastley. <laughs> Oder Lance Stevenson, weil ich glaube nicht, dass einer von. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mal, dass beide starten werden, wenn ich es ganz ehrlich ja. bin. Lance Stevenson wird, glaube ich, nicht starten, auf keinen Fall. Ähm. Um, ich weiß es halt nicht. Wenn, wenn, äh, die, wenn, wenn die Nuggets richtig gut sind, vielleicht, und das ist so, das wären so out of nowhere Isaiah Thomas. Ich würde es gerade sagen. Das wäre halt das wär krass, wär wenn er so eine Comeback-Season hat, wo er aber seine Rolle genau kennt und als sechster Mann da reingeht. Und ansonsten gut, Iggy. <laughs> Ist, könnte ja, ey, das halt auch mal bei, gewinnen so weil Isaiah Thomas ist halt echt das Problem ich glaube der Typ hat auch so ein bisschen ein Problem in der Einstellung ich glaube der hat nicht wirklich einen realistischen Bezug dazu was er als Spieler eigentlich ist okay warte ich habe gerade mal nachgeguckt äh, Andre Iguodala hat immer noch nicht äh, Six Man oh. of the Year gewonnen dann sollte er das dieses Jahr einfach machen aber langsam wird's, oh, wird es versteht, <laughs> oder? Ich meine, der spielt jetzt seit wie vielen Jahren bei den Warriors so den perfekten sechsten Mann. Der ist halt mittlerweile auch 34, 35, 34, ja. Mhm. Der soll das irgendwie noch mal gewinnen. Und sonst, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass Dennis Schröder gar nicht so schlechte Chancen hat. Ja, aber ich traue einem Dennis Schröder auch nicht so eine Saison zu, wie sie zum Beispiel Lou Williams letzte nee, das Saison das hat. Aber ich traue ihm halt durchaus zu, dass er hinter Westbrook kommt, teilweise auch definitiv mit Westbrook spielen wird. Also, die werden garantiert äh, auch immer mal so ein paar Minuten im Spiel haben, wo beide auf dem Feld sind mhm. und Westbrook dann halt so ein bisschen mehr Shooting Guard oh. quasi spielt, äh, weil ihn das dann auch ja. entlastet, wenn er es zulässt, dass er entlastet wird. Ähm, mhm. Könnte dann halt auch funktionieren, aber ich glaube, ich, ich würde am liebsten Iggy als Sixth Man of the Year haben. Coach of the hm, Year. Ist immer schwierig. Ey, ey, ganz ehrlich, wenn wir eine gute Saison spielen, muss es Luke werden, weil ich liebe Luke Walton. Ich hoffe auch, dass LeBron den nicht Ich muss überlegen, Luke Walton aber hat ja auch in der Rekordsaison der Warriors als äh, <laughs> Assistant Coach. Ja, aber guck mal, das Ding ist, alle, alle kommen ja natürlich mit dem Argument, dass der Kader so krass war und so, und da stimme ich auch zu. Aber man darf mal nicht vergessen, erstmal hat Luke Walton dieses Team tatsächlich ohne LeBron Jahr für Jahr tatsächlich ja. besser gemacht. Er hat tatsächlich einen brauchbaren Nutzen für Julius renter gefunden, wo wir bis wo wir nie verstanden haben, was der Typ letztendlich darstellt, so als Spielertyp und so weiter. Und. In jedem Spiel gegen die Warriors waren wir verdammt ja. gut. Also der ist auch wirklich so ein Taktikfuchs, dass er geschickt mit Einwechslungen, Auswechslungen und so weiter umgeht. Also Luke Walton hat auf jeden Fall Potenzial. Deswegen hoffe ich einfach, dass LeBron nicht irgendwie ein auf, ja, ich weiß nicht mal was es wäre, aber dass er nicht so ankommt, bevor ich, oh, ich will mich von keinem trainieren lassen, der so alt ja. ist wie ich. Luke Walton, ich, das wäre halt. Bin ich auch gespannt. Ähm, Budenholzer könnte ich mir auch vorstellen. Wo ist der jetzt? Ist der, äh, ist der ist immer der, noch ha Hawks? Nicht, oder nee? Nein, 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 hier sag du bei Janis. Ach bei stimmt, er ist jetzt... Ja, stimmt, das könnte sein. Äh, ich könnte mir halt auch Quinn Snyder vorstellen. Ähm, ich könnte mir... Ja, ich glaube, das sind wirklich so ein bisschen meine Kandidaten. Vor allem, du musst bei Luke Walton auch mal überlegen, der hat halt von äh, Steve Kerr gelernt. Der wiederum hat von mhm. Greg Popovich gelernt. Und er hat Exakt. gut gelernt. Ja, ja, aber das muss auch nichts heißen. Aber äh, Atlanta hat ja zumindest eine mega gute Saison unter ihm gespielt, tatsächlich. Ja. Deswegen Potenzial ist gegeben. Ich bin auf jeden Fall auf Milwaukee gespannt. Aber wenn es nach mir geht, Luke Warten bitte äh, Trainer des Jahres. Weil das würde heißen, dass. LA sich ich kann es mir vorstellen, ja. Okay, dann wäre es das von unserer Seite, wenn ihr, liebe Zuhörer, äh, auch eine Meinung zur NBA-Saison habt. Dann lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht habt ihr ja ein eigenes Team, das ihr äh, irgendwie anders einschätzt als wir oder noch mal ein bisschen elaborieren möchtet, warum äh, wir nicht genug Lobpreisungen für bestimmte Teams oder Spieler irgendwie rausgelassen haben. Äh, ansonsten kann ich nur sagen, ich habe auf jeden Fall vor, wenn Paul auch ein bisschen Bock darauf hat, dass wir das äh, halbwegs regelmäßig machen. So vielleicht so einmal alle sechs Wochen irgendwie so einen Zwischenstand abgeben, was gerade in der NBA abgeht, weil mit jeder Woche kommt natürlich neues Drama hinzu und so weiter. Und das kann man dann äh, ein bisschen dann tagesaktueller besprechen. I ansonsten äh, gilt dasselbe wie immer: Like, Comment, äh, bewertet uns gut auf was auch immer für eine. Äh, Podcast-App und ihr uns auch hört. Ich hätte das am Anfang erwähnen sollen, dass man diesen podcast Ja, man auch denkt erst ja am Ende auch <laughs> dran. Ja. Das ist so dumm, das ist so dumm und am Ende bringt es gar nichts, weil diejenigen, die es sich anhören wollen, haben es schon gehört. Aber für die Zukunft denkt dran, ihr könnt uns auch jederzeit mobil mitnehmen. So, besucht Unlimited MO, besucht meinen Kanal Barker Critic, äh, Link in der Beschreibung, besucht Pauls Kanal Ultralativ, Link in der Beschreibung. Empfehlung auf jeden Fall an dieser Stelle. Und. Wir sehen uns hoffentlich schon bald und hoffentlich, und ich schwöre, ich meine das ernst, wenn ich das sage, hoffentlich mit ganz viel Drama. Ich will einfach nur lustige Sachen zu besprechen haben. Ich will entweder sportlichen Erfolg oder Memes. Das ist, es ist alles, halt was der ich Der Kampf um die Meisterschaft wird dieses Jahr relativ langweilig, also lass uns einfach hoffen, dass es drumherum mhm. gut wird. <laughs> exakt, exakt, exakt. Und bitte, und, und bitte nicht so Gordon Hayward-Drama, weil das war scheiße, das war nicht schön. Achso, ja, ja, äh, im Bestfallszenario szenario verletzt sich keiner und die Spieler, die verletzt sind, werden schneller fit, weil ich will tatsächlich Boogie Cousins in dieser ja. Mannschaft sehen. Ich will diese Monster Space Jam 2. Wir Fals brauchen eher so nix von vor zwei Jahren Drama. So dieses, äh, Dingens Derrick Rose, der plötzlich für ein Spiel weg ist und niemand weiß, wo er ist, <laughs> <Und> solche Geschichten. <laughs> Oder. Oder so, so J.R. Smith-Drama. Boah, ich weiß nicht. Guck mal, das Ding ist, es war mega lustig. Das muss man an der Stelle sagen. Es war brutal lustig. Aber ich weiß nicht, ob ich das <laughs> dem Spieler gönne. Ja, das stimmt. Weil den Schuh musst du dir dann wirklich ewig anziehen. Der wird für immer mit diesem einen katastrophalen Play jetzt. Aber J.R. Werden. ist halt wirklich so eines der besten Memes der Liga. Ich glaube, einer meiner Lieblings <laughs> wär, als die, als die Cavs ihr ganzes Team getradet haben. Dieses Ding von wegen The Cavaliers sent bla 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 to Blablabla bla bla. und dann irgendjemand einfach nur The Cavaliers sent uh, Jair Smith to the liquor shop to get Mohennessy. <laughs> Überragend. Oh fuck, wir haben überhaupt nicht über Space Jam 2 geredet. Paul, jetzt ganz spontan, außer Golden State. <laughs> Welche fünf für Space Jam 2? Äh, Anthony Davis, Janis ähm, und es LeBron, ist, werden auf jeden Fall so Typen wie Chris Paul drin sein. Ja, ich glaube ich glaub, Chris Paul wird der kleine Spieler sein, weil es muss ja ein, ein, ein ja. kleines Monster und, geben. Äh, was ge und was, was ist mit Schauspielern? Da müssen ja auch noch so ein, zwei auftauchen. Also, ähm, wir brauchen auf jeden Fall Bill Murray. Ja, das steht außer Frage, dass er zurückkehren muss. Michael B. Muss. B. Jordan wäre eigentlich äh. lustig. Ist der nicht sogar Boah, schon ist ja brutal lustig. Ich glaube, der, der wird damit ich schon so in Kontakt gebracht. Auch da hat das Ryan Kugler, mit dem er jetzt mehrfach zusammengearbeitet ja, ja, hat, genau, das Coogler, äh, der produziert, Genau, genau. Das wäre schon cool, wenn sie sagen, wir müssen Jordan zurückholen und nur ihn bekommen und dann erst zu äh, LeBron übergehen, dass er quasi wirklich nur die B-Variante äh, zu äh, Mike ist. Ich fände halt auch mega lustig, wenn Kobe einen Gastauftritt hätte von wegen, Moment mal, ihr habt euch für LeBron entschieden? So. Ja, so, so Kobe und... Äh Dwayne Wade wird sicher auch einen Gastauftritt haben. Ich glaube, Kyrie kriegt keinen Gastauftritt, also, ja. weil Bron und Kyrie jetzt ja auch nicht so gut sind. Kyrie braucht ein Ja, ja, aber Kyrie braucht ein Crossover mit seiner Onkel Drew-Figur. Ja. Weißt du, dass die. Und ich möchte einen Subplot, wo einfach so ein bisschen Comic Relief durch die, äh, durch die alten Spurs kommt. Weißt du, diese, diese äh, yeah. Ads, die die yeah. jedes Jahr yeah. gemacht haben, die, die, die jetzt aber auch nicht mehr so interessant sind, weil die ganzen coolen Leute sind halt weg, die man da Content mochte. Aber wer, äh, genau, sucht man nach San Antonio Spurs Advertisement. Ähm, die machen da für eine Supermarktkette jedes Jahr unfassbar gute Werbespots, auch mit Kawaii, der dann da mhm. halt auch gezeigt hat, dass das sehr lustig sein kann. Ich weiß nicht, gerade für Space Jam 2 so als Abschluss wäre auch so eine Gastrolle für Dirk irgendwie angebracht. Ja, wäre irgendwie cool, wenn der auch noch mal auftauchen würde. Wenn, wenn das noch auf seiner Vita steht, dann hat Dirk wirklich alles mhm. geschafft. Wirklich alles. Und dann halt irgendwie geschafft. noch einen richtig jungen Typen wie Donovan Mitchell. Der würde da gut reinpassen. Ja, ja. fuck, ich glaube, der kleine Spieler könnte auch statt Chris Paul ähm, Damien Lillard Stimmt, sein kann auch tatsächlich. Sein. So ein wobei kleiner Ja, wobei <laughs> Russell Westbrook. Nee, <laughs> Ich glaube, das Ding ist eher, dass, äh, Kai, äh, dass das Chris Paul irgendwie auftauchen wird, weil der halt so dicke ist mit LeBron. Also LeBron ja, ja, wird da, glaube ich, auch schon klar, so ein paar von seinen Freunden kasen Wahrscheinlich, wahrscheinlich also, werden also einfach dass das Team von LeBron werden, er äh, wird das Banana Boat-Team. Ich wollte es gerade sagen, wenn Mello. das Banana Boat seinen eigenen Cameo bekommt. Wenn die wirklich dieses Banana-Boat-Ding da irgendwie implementieren, dann äh, ist Space Jam 2 das beste yeah. aller Zeiten. <laughs> Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wir werden auf jeden Fall Wasserstandsmeldung kommentieren, sollten wir in ein paar Wochen irgendwie mehr ähm, Informationen dazu erhalten. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Ich sage an dieser Stelle Tschüss. Ciao.